Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Fachforum Gesundheit des Tagesspiegels. Das Forum zum Thema HIV findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Viele von Ihnen sind Stammgäste. Das freut uns sehr, auch wenn ich Sie dieses Jahr nicht live hier vor Ort begrüßen kann, was mich natürlich nicht so sehr freut. Wenn Sie bei den vorangegangenen Ausgaben schon dabei waren, dann kennen Sie mich. Mein Name ist Tilman Warnecke. Ich bin hier Redakteur in der Wissenschaftsredaktion im Tagesspiegel und betreue auch den Queerspiegel, das LGBT-Angebot des Tagesspiegels. Und ich werde Sie durch die kommenden knapp 2 Stunden begleiten. Wenn uns im vergangenen Jahr jemand gesagt hätte, dass wir uns dieses Jahr digital treffen und Sie alle von zu Hause vom Sofa, ich hoffe natürlich vom Schreibtisch, nicht vom, aber gerne auf dem Sofa aus zugeschaltet sind, auf jeden Fall digital zugeschaltet sind, das hätte uns wahrscheinlich niemand geglaubt. Inzwischen erscheint uns das schon fast selbstverständlich. Es ist sicherlich für Sie alle nicht die erste Online-Konferenz in diesem Jahr. Und ich glaube, allein das zeigt, was für einen enormen Wandel es in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie gegeben hat. Womit ich auch schon beim Stichwort bin, Coronavirus, das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf den Umgang mit HIV. Ich muss Ihnen das sicherlich nicht erzählen. Gerade für infektiologische Praxen und Zentren bedeutet Corona eine enorme Herausforderung. Und so ändert sich natürlich auch, so hat das Konsequenzen für die Versorgung von HIV-Patientinnen und Patienten. Und auch global betrachtet hat das natürlich eine enorme Auswirkung. Gerade erst hat UNAIDS davor gewarnt, dass es gerade für Regierungen einkommensschwacher Länder eine große Herausforderung ist, gleichzeitig die Covid-19-Pandemie zu meistern und weiter sich den Herausforderungen mit HIV zu stellen. HIV und Corona, wie weiter mit Eindämmung, Innovation und Digitalisierung, lautet daher heute unser Thema. Gerät das Thema HIV in der Corona-Pandemie in den Hintergrund? Wo liegen die größten Herausforderungen, wenn wir bis 2030 die HIV-Epidemie trotzdem beenden wollen? Das sind einige der Fragen, die wir uns heute widmen wollen. Und natürlich wird es auch einige Themen geben, die wir schon aus den in den vorangegangenen Ausgaben diskutiert hatten, die wir weiter debattieren müssen. Etwa die Frage, wie wir endlich die Null bei der Diskriminierung hinbekommen. Auch die Frage ist aktueller denn je. Gerade zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr wurde ja oft gesagt, das habe ich wenigstens oft gehört, das ist die schlimmste Epidemie seit der spanischen Grippe. Das hat kaum jemand von uns bislang erlebt. Und ich glaube, das hatte schon damals das Gefühl, das stimmt eigentlich nicht so ganz. Denn gerade unter uns und unter Ihnen werden sich einige sehr schmerzlich daran erinnert haben, dass in den 1980ern mit HIV auch ein plötzlich völlig unbekanntes Virus auftauchte und tausende Menschen aus dem Leben riss. Und dass auch damals eine äußerst stigmatisierende Pandemiebekämpfung öffentlich diskutiert wurde. Natürlich ist das Coronavirus nicht das HIV-Virus, aber die Frage, was wir vielleicht von damals für heute lernen können, die wird uns heute auch beschäftigen. Wir haben ganz viele tolle Expertinnen, die uns aus ihrer Arbeit mit HIV berichten werden. VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die sind schon alle bereit an ihrem Bildschirm und werden uns dann zugeschaltet. Zum Ablauf, nach der Keynote werden wir 2 Panels haben. Da werde ich mit den Expertinnen diskutieren. Da können Sie aber am Bildschirm auch mitdiskutieren. Stellen Sie Ihre Fragen einfach im Chat und die werden mir dann hier zugeleitet und ich kann die dann an die Expertinnen weiterreichen. Ja, jetzt geht es gleich los. Bevor wir richtig in die Sache einsteigen, will ich mich kurz bedanken. Und zwar bei dem Unternehmen Gilead, das uns wie in den vergangenen Jahren bei der Veranstaltung unterstützt. Dafür einen herzlichen Dank. Ja, damit kommen wir zu unserem ersten Gast schon. Hendrik Streeck, der ist uns auch schon zugeschaltet. Er ist Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Herzlich willkommen, Herr Streeck. Es Schönen ist guten wahrscheinlich Tag, Herr schon fast Warnecke. unter, hallo. Es ist wahrscheinlich schon fast eine Untertreibung zu sagen, dass Sie in diesem Jahr sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Was die Öffentlichkeit vielleicht weniger weiß, was wir aber natürlich sehr gut wissen, ist, dass Ihr langjähriges Forschungsthema HIV ist. Deswegen sind Sie ja heute auch hier. Sie sind auch Kuratoriumsvorsitzender der Deutschen AIDS-Stiftung. 2021, im kommenden Jahr, werden Sie auch Local Scientific Chair der 11. Konferenz der Internationalen AIDS Society sein, die in Berlin stattfinden soll. Eine sehr, sehr große Konferenz, sehr wichtiger Event. Da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen, was uns da erwartet.
Ich erinnere mich noch an Ihren Vortrag im vergangenen Jahr. Da hatten Sie uns unter anderem 4 Impfstoffkandidaten vorgestellt, und zwar 4 Impfstoffkandidaten für HIV. Und hatten uns gesagt, wie weit da der Stand der Dinge ist. Ich bin gespannt, ob Sie da auch von Fortschritten berichten können. Ja, die Frage, unter der Ihre Keynote steht, wird auf jeden Fall sein, gerät die HIV-Forschung in die Krise, wenn alle Augen auf Covid-19 gerichtet sind? Und damit würde ich das Wort an Sie übergeben. Bitte, Herr Strick. Ja, vielen Dank, Herr Warnecke, und auch danke an den Tagesspiegel, dass Sie dieses Forum heute durchführen und auch die das Spotlight wieder auf HIV wenigstens für eine Zeit richten. Ich halte das als wahnsinnig wichtig, dass das gemacht wird. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Covid-19-Pandemie nicht das zerstören darf oder unterbrechen darf, was wir versuchen zu erreichen, nämlich keine Unterbrechung bei dem Ziel von 90-90-90, den UN-AIDS-Zielen, die alle sehr gut wahrscheinlich kennen, aber auch, dass der Zugang zu Medikamenten, zur PrEP, zu Informationen und Schutzmöglichkeiten nicht unterbrochen wird. Ein HIV-positiver Mensch muss eben fortlaufend Zugang zu medizinischer Behandlung haben. Und vor allem steht da auch im Vordergrund, dass es einen Abbau von Stigmatisierung, Diskriminierung weiterhin in der Gesellschaft kommen muss. Können Sie meine Slides sehen? Jetzt, wunderbar. Nächstes Slide bitte. Nun, die Ähnlichkeiten zwischen der Covid-19-Pandemie und der Beginn der HIV-Pandemie ist wirklich frappierend. Wie man jetzt in den nächsten Slides, wollte ich das einmal nur mal kurz gegenüberstellen. Hier am 5. Januar wurde noch von einer Pneumonie unklarer Herkunft berichtet von der Weltgesundheitsorganisation. Nächstes Slide. Ähnlich war es 1981, wo in fünf Homosexuellen, dann bei 41 Homosexuellen seltene Krebserkrankung beschrieben wurde, was dann im 10. Dezember im New England Journal diese drei Berichte zusammengefasst wurden. Das Interessante ist, dass das eine passierte in China, das andere passierte in Homosexuellen, und so zeigte sich das dann auch in der Handhabung damit. Das nächste Slide bitte. Wunderbar. Oh, eins zurück bitte. Dass es eben eine Diskriminierung oder beginnende Diskriminierung und Stigmatisierung gab. Hier einmal für Corona von Asiaten, wo aber auch deutlich gesagt wird, dass das eigentlich Rassismus ist, und aber gegenüber AIDS-Kranken oder HIV-Infizierten, wo dann einige sich unrühmlich vorgetan haben mit Sätzen wie zum Beispiel May, das sind halt Aussätzige. Nächstes Slide. Und es zieht sich eigentlich immer noch ein wenig durch, dieses mal offener, mal weniger offene Wahrnehmung, dass das irgendwie mit Diskriminierung und Stigmatisierung solche Infektionen zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite die Asiaten und das China, wie auf der anderen Seite eben auch zum Teil die Schwulenseuche oder aber eben ein Serosorting, wie man das in der Szene nennt, also dass HIV-positive Partner gemieden werden. Nächstes Slide. Wenn wir uns jetzt die HIV-Pandemie einmal vor Augen führen, nämlich das, was das UNAIDS jetzt in den letzten Tagen vorgestellt hat, die neuesten Zahlen. Es gibt 38 Millionen Menschen weltweit, die mit HIV und AIDS leben, und das bisher für ihr Leben lang. Also es gibt da auch keine Heilung in Sicht. Nächstes Slide. 71% der HIV-Infizierten lebt eben im südlichen Afrika. Es ist gar nicht eine Erkrankung, die so verbreitet ist in der westlichen Welt, wie das jetzt bei Covid-19 ist. Nächstes Slide.
Wir haben 1,8 Millionen Kinder immer noch, die infiziert sind mit HIV und AIDS. Die Zahlen nimmt deutlich ab, was eine gute Entwicklung ist. Zum einen, weil wir eine gute Möglichkeit haben, die Infektion bei Kindern und zu vermeiden durch PMTCT, also Prevent Mother-to-Child Transmission. Zum anderen aber auch, weil die Menschen oder die Kinder und Jugendliche natürlich älter werden. Nächste Slide. Wir gehen davon aus, dass 14 Millionen Menschen immer noch weltweit immer noch nicht wissen, dass sie mit HIV infiziert sind. Und nächste Slide. Dass wir eben auch einen traurigen Rekord dieses Jahr wieder haben, dass 38 Millionen bereits seit der Zählung an AIDS verstorben sind. Im letzten Jahr, also 2019, deutlich weniger. Es gibt einen Rückgang in den Todesfallzahlen auf 690.000 AIDS-Tote. Aber hier besteht auch genau die Gefahr, wovor UNAIDS warnt. Wenn wir aufs nächste Slide gehen, sieht man in der Worst-Case-Berechnung, the cost of inaction, dass wir, wenn wir 6 Monate keine Therapie mehr nach zum Beispiel in südlicher Afrika liefern können, das hier sind Todeszahlen auf der Y-Achse, dann würde man damit rechnen, dass es bis zu 500.000 mehr AIDS-Tote weltweit geben wird und damit wir eigentlich eine Dekade in dem, was wir erreicht haben, wieder zurückgeworfen werden. Also wirklich auch ein Hinweis nochmal darauf, dass wir nicht das, was wir erreicht haben mit mühselig in der HIV-Pandemie, das jetzt wegen der Covid-19-Pandemie ja uns zurückwerfen lassen. Nächstes Slide. Das Problem ist eben, wie ich das zum Teil sehe, ist, dass es ein Problem ist, was sich ungleich über den Globus verteilt. Wenn das die Weltkarte ist, sieht man deutlich im nächsten Slide, dass sich, nächstes Slide bitte. Oh, jetzt sehe ich es leider selber nicht, ich nehme an, dass es die Alters, dass sich das, also in den nächsten beiden Slides sieht man, dass es eben die HIV-Pandemie sich vor allem in den Ländern abspielt, die auch von Armut gezeichnet sind, also in den meisten Ländern eine armutsassoziierte Erkrankung, wenn man das dann mit der Armutsmappe, das ist die Armutsmappe mit der HIV-Karte übereinander legt, im nächsten Slide bitte. Ja, dann waren die da jetzt eben schon, ich habe sie nicht gesehen. Der zweite Punkt, worauf UNAIDS auch hingewiesen hat, ist, was extrem wichtig ist, ist, dass es vor allem auch eine weibliche Erkrankung ist im südlichen Afrika, dass sich vor allem junge Frauen im südlichen Afrika infizieren. 5.500 Frauen infizieren sich jede Woche. Was man in der Grafik daneben sieht, ist, dass es ein im Alter, wenn man jetzt im nächsten Slide das macht, dass es eine vor allem im Alter von 16 bis 20 Jahre hier, das ist aus der Umlazi-Region bei KwaZulu-Natal, wirklich einen fast 60-prozentigen Anstieg der HIV-Infektion bei jungen Frauen im Alter zwischen 16 und 21 gibt. Nächstes Slide. Gut, 1984, als man entdeckt hatte, dass AIDS durch das HIV-Virus ausgelöst wird, hat Margaret Heckler damals den berühmten Gesatz gesagt, wir werden in 2 Jahren einen HIV-Impfstoff haben. Dass dies nicht so ist, das muss ich keinem erzählen, aber es ist doch interessant, wie sich das im Vergleich zur Covid-19-Pandemie verhält. Wenn wir jetzt uns nämlich die Phase 3 Studien im nächsten Slide anschauen, die für HIV gelaufen sind, dann sehen wir, dass eigentlich erst 2003 wirklich eine Phase 3 angelaufen ist und in den ja fast 20 Jahren, also 17 Jahren jetzt, eigentlich nur 6 bis 7 Phase 3 Studien gelaufen sind.
Wenn wir jetzt das mit Covid-19 vergleichen, nächstes Slide, sieht man deutlich, dass die geballte Kraft dahinter, solche Phase-3-Studien aufzusetzen, doch enorm stärker ist. Wir haben 9 Impfstoffe, die in die Phase 3 gehen oder gegangen sind. Alles sehr unterschiedliche Konzepte im Übrigen und auch einen, wie wir ja schon hören, eine sehr gute Erfolge erzielen. Bei HIV aber das sehr viel länger. Also das war ja wirklich ein halbes Jahr, wie das bei Covid-19 passiert ist, wo wir 9 Impfstoffe in diese Phase gebracht haben. Aber jetzt bei HIV leider nur 6. Nächstes Slide bitte. Und nochmal eins weiter bitte. Und wenn man uns die Impfstoffkonzepte auch anschaut, sehen wir, dass es eigentlich im Grunde immer abwechselnde Impfstoffversuche gewesen sind, die sehr ähnlich gewesen sind von der Struktur her, also auch nicht diese Diversität haben, wie wir sie haben für SARS-CoV-2, aber wir sehen hier, dass sich das AIDS-Vax eigentlich immer durchgezogen hat. Jetzt haben wir ja gerade auch die Ergebnisse davon bekommen, dass es keine Wirkung gezeigt hat, und hier der Step-Trial, der auch immer wieder wiederholt wurde. Nun, ich möchte auf den letzten Impfstoff Imbokodo-Versuch einmal eingehen. Der ist nämlich ein wenig anders im Vergleich zu den anderen Impfstoffen, die bisher versucht wurden. Nächstes Slide, bitte. Das ist ein Adenovirus 26 Impfstoffprogramm, wo eigentlich Mosaike von verschiedenen Virus-Subtypen zusammengesetzt werden und das nicht nur in einem Protein, sondern auch im Vektor zusammengepackt werden. Nächstes Slide. Und das in einer Prime-Boost-Vorgabe gemacht wird. Also es wird zweimal geprimed, zweimal geboostet, ein kompliziertes Impfstoffregime, auch ähnlich kompliziert für einige der Covid-19-Impfstoffe, die getestet werden, wie zum Beispiel von Seqirus oder so, die auch eher mehrere Prime-Boost-Phasen haben, man doch annimmt, dass solche Schedules erstmal etwas doch bessere Immunantworten bringen würden. Nächste Slide bitte. Kann ich das nächste Slide bekommen? Nun, dann kann ich das kurz erzählen, warum ich über diesen Impfstoff reden will, weil das Interessante daran ist, dass wir im Affen bei diesem Impfstoff eine 67-prozentige Schutz sehen und nochmal ein Slide bitte weiter und dort eine 94-prozentige Wahrscheinlichkeit der Reduktion der Infektion. Das Interessante daran ist, dass wir eine sehr ähnliche Immunantwort im Menschen sehen, also die menschliche und die Rhesus-Makaken-Impfstoffantwort ähnlich ist. Und wenn wir jetzt nochmal einen Slide weitergehen, diese Impfstoffantworten hier sehr gut miteinander korrelieren. Und wenn ein Slide nochmal weiter, da habe ich es eingerahmt, nämlich man sieht, dass es die Affen, die eine starke Immunantwort machen, auch geschützt sind vor einer Infektion. Wir wissen das natürlich noch nicht vom Menschen, aber diese Studie läuft gerade. Nächstes Slide bitte. Das ist die Imbokodo-Studie, die derzeit im südlichen Afrika läuft und wir im vierten Quartal, im Juli 2021 hoffentlich die Ergebnisse dafür sehen. Es wird kein perfekter Impfstoff sein, aber ich habe da ein gutes Gefühl, dass wir zumindest einen Effekt sehen, wir wissen es natürlich nicht, wie bei jedem Impfstoff, aber dass bisher das beste Signal hatten, was wir je gehabt haben für einen HIV-Impfstoff. Nächstes Slide, bitte.
Dieser Impfstoff ist, noch einmal durchklicken, dieses Slide ist es aufgebaut. Dieser Impfstoff ist verbessert worden dann noch in der Traverse-Studie und man hat hier das ausgeweitet auch im Subtyp B-Bereich. Nächstes Slide. Und dieser Impfstoff wird jetzt, er hat eine verbesserte Immunantwort und wird derzeit in Europa und Nordamerika in der Mosaico-Studie getestet, wo wir wahrscheinlich 2023 die Ergebnisse sehen werden. Dann komme ich damit auch zum vorletzten Slide, bitte. Also wenn wir da bitte einmal, das ist aufgebaut, da ich das nicht selber machen kann, bitte einmal einfach durchklicken. Von dem Impfstoff versuchen, leider kann ich da nichts Neues und nichts Besseres berichten, aber wir haben den Imbokodo-Versuch, der uns hoffentlich im Juli die ersten Ergebnisse zeigt. Dann weiter bitte. Also Wambo, Entschuldigung, das war Wambo, der wurde abgebrochen, der hat keine Ergebnisse gezeigt, den hatte ich vorhin kurz erwähnt. Der Imbokodo sehen wir jetzt im Juli die ersten Ergebnisse. Nächstes Slide. Und hier der Mosaico, der eben in einer anderen Population, den im unverbesserten Formulierung auch nochmal durchgeführt wird. Nächstes Slide. Es läuft dann noch der PrEP-Vac-Trial, das ist ein DNA-MVA-Trial. Und zum Ende, wenn man dann schaut, wann es dann Ergebnisse bringen würde, wäre das frühestens ja wirklich 2025, 2026, dass diese Impfstoffe dann auch wirklich, falls sie erfolgreich sein würden, in den Menschen gebracht werden können. Allerletztes Slide, bitte. Ja, weiter, bitte. Weiter. Genau, darauf wollte ich nur noch mal kurz aufmerksam machen. Das ist die 11. IAS-Konferenz, die in Berlin stattfinden wird, nächstes Jahr im Juli. Wir wissen nicht, ob Imbokodo-Ergebnisse dort gezeigt werden können, was natürlich wirklich spannend wäre. Es wird eine Hybridkonferenz sein, weil nicht abzuschätzen ist, wie die Infektionszahlen der Covid-19-Pandemie sein werden. Aber und wie es dann genau aussehen wird, das kann ich leider auch noch nicht sagen. Da sind wir im Moment noch in der Planungsphase. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Streeck, für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich hätte gleich mal eine Frage. Sie haben ja diesen Vergleich auch gemacht, der Impfstoff gegen Covid-19 und HIV-Impfstoffe. Und wir haben ja gesehen, was für enorme Anstrengungen gemacht werden, um jetzt Impfstoffe beim Coronavirus zu bekommen. Also auch finanzielle Anstrengungen, international, wie sich Regierungen und Unternehmen zusammentun. Und man sieht dann ja, wenn es solche enormen Anstrengungen gibt, dass es ja doch relativ flott gehen kann. Also hätten wahrscheinlich jetzt nicht alle gedacht, dass man innerhalb von einem Jahr schon sehr, sehr weit kommt zu Impfstoffkandidaten, die womöglich was taugen. Würden Sie hoffen, dass sich sowas abfärben kann, auch auf die HIV-Forschung, dass man sagen kann, okay, hey, wir haben gesehen, es kann schnell gehen, lasst uns das doch bei anderen Krankheiten auch versuchen? Oder wäre ganz im Gegenteil zu befürchten, dass, wenn das erstmal mit dem Covid-Impfstoff abgeschlossen ist, dass dann alle abschlaffen und völlig erschöpft zurücksinken und das Ganze sich bei anderen Themen noch länger verzögert? Ja, es wäre wirklich wünschenswert, dass sich das abfärbt, nicht nur für HIV, sondern viele andere Erkrankungen, die uns vielleicht jetzt nicht im Moment so tangieren, aber weltweit enorme Probleme machen, wie Tuberkulose, Malaria oder aber auch Dengue. Also 300 Millionen Menschen infizieren sich jedes Jahr mit Dengue, was natürlich auch ein tödliches Virus sein kann. Ich hoffe aber auch, dass die Technologien, die jetzt entwickelt wurden, wie zum Beispiel, wenn es wirklich funktioniert mit dem RNA-Impfstoff, dass die dann auch entwickelt werden und versucht werden für andere Erkrankungen und vor allem auch für HIV. Der Vorteil an den RNA-Impfstoffen ist, dass sie zwar kompliziert in der Lieferkette sind, aber doch schnell und billig produziert werden können. Ich hoffe, dass unser Augenmerk auf Infektionserkrankungen und vor allem aber auch welche, die viele Menschen weltweit enorm beeinträchtigen und belasten, dass wir da den Augenmerk nicht verlieren, sondern ganz im Gegenteil, wie Sie sagten, da auch
uns darauf konzentrieren, da auch mehr Anstrengung reinzusetzen. Würden Sie hoffen oder würden Sie glauben, dass es nochmal ganz neue, sozusagen nochmal ganz neue Impfstoffkandidaten auch für HIV geben könnte, aus den Erfahrungen, die man jetzt mit den Corona-Impfstoffen hat? Oder sind die, die Sie jetzt auch gerade uns schon gezeigt haben, eigentlich so gut, dass man die einfach nur noch weiterverfolgen müsste? Ja, also HIV ist natürlich ein bisschen schwieriger, einen Impfstoff zu entwickeln im Vergleich zu Covid-19. Also wenn man das ganz einfach nur mal sagt, die Natur macht es uns bei Covid-19 vor, dass ein Impfstoff möglich ist. Diese Möglichkeit haben wir nicht, sehen wir ja nicht bei HIV. Es gibt keine schützende Immunantwort gegen HIV. Trotz allem hoffe ich, dass wir also wie gesagt, mit dem Impfstoff des Adenovirus 26 Impfstoff, wir wissen nicht, ob er funktionieren wird. Und wenn er funktioniert, dann wird er wahrscheinlich jetzt nicht der Riesendurchbruch sein, sondern auch ein guter Schritt in die richtige Richtung, sodass man hofft, dass man jetzt mit den neuen Technologien versucht, da auch nochmal mit einzusteigen, weil es ähnlich ist wie mit Covid-19, auch wenn der Impfstoff da ist. Ist das ja auch noch nicht das Ende dann der Pandemie, und wir da auch weiterhin eben auch die Kraftanstrengungen brauchen, um sowohl bessere Medikamente, besseren Schutz, aber auch vor allem auch bessere Impfstoffe, die entwickelt werden müssen. Wenn Sie sich was wünschen könnten, wie viel von den Millionen und Milliarden, die jetzt für den Covid-Impfstoff eingesetzt werden, würden Sie gerne für die HIV-Impfstoffe oder insgesamt für HIV-Therapien haben, abzweigen wollen? Ja, das ist ja eine fiese Fangfrage, weil darauf kann man ja gar nicht eingehen, weil es natürlich im Moment primäres Ziel sein muss, einen schnellen Covid-19-Impfstoff zu finden, wenn der bei also einem Virus, was so aggressiv um sich greift, also mit einer enormen Geschwindigkeit. Ich würde mir nur wünschen, dass die Gelder, die oder alleine der Bruchteil der Gelder, die bereitgestellt wurden für die Impfstoffentwicklung von Covid-19, auch weiterhin zur Verfügung stehen für ja, HIV-Impfstoffentwicklung oder Therapien. Eine Frage noch, Sie hatten in der Mitte Ihres Vortrages auch gesagt, gerade die Menschen, die sich verstärkt infizieren mit HIV, sind Afrika junge Frauen. Wie kann man es schaffen, dass man die besser erreichen kann? Das ist ja auch tatsächlich eine schwierige Frage und eine sehr dringende Frage. Ja, also das sollten vor allem Menschen beantworten oder Wissenschaftler und Gruppierungen beantworten, die sich damit auch viel mehr auseinandersetzen, weil das in der Tat natürlich schwierig ist, diese also die Gruppen zu erreichen, aber auch, dass sie aufgrund von Stigma und Diskriminierung überhaupt zum Arzt gehen wollen, sich testen lassen wollen und Therapien nehmen wollen. Man hofft natürlich, dass so neue Therapiemöglichkeiten wie Long-Acting Antiretrovirus, also besser dann auch zur Therapie führen, also oder Adhärenz und Therapierbarkeit, einfach weil die Diskriminierung des Tablettenschluckens nicht mehr oder die Sorge vor der Diskriminierung durch das Einnahme der Tabletten nicht mehr da ist. Wie man sie besser erreicht, das müssen wirklich auch die Fachleute beantworten, die sich damit jeden Tag beschäftigen. Eine letzte Frage vielleicht zum Abschluss. Wie steht es in diesem Jahr eigentlich um Ihre eigene HIV-Forschung? Kommen Sie da noch zu? Ja, nee, in jedem Fall. Also wir haben generell ist publikatorisch das ist mein bestes Jahr in meinem ganzen Wissenschaftlerleben geworden. Aber wir haben jetzt auch gerade wieder zwei Publikationen zu HIV eingereicht. Und wir sind da, ich bin ja umgezogen von Essen nach Bonn. Da hat man immer natürlich durch so einen Umzug so eine kleine Downzeit, also dass man da nicht so viel veröffentlichen kann. Das läuft eigentlich sehr gut. Wir haben in Deutschland auch ja die BRAM-Studie abgeschlossen, wo wir versuchen zu verstehen, wer sich in Deutschland mit welchen sexuell übertragbaren Erkrankungen
infiziert. Das werden wir nächstes Jahr veröffentlichen. Und das Gleiche läuft natürlich auch für Europa. Das hat gelitten unter Covid-19, weil viele der Sites einfach sich nur noch um Covid-19 gekümmert hat und nicht mehr um andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Das würde aber spannend sein, weil wir wissen aus einigen Ländern, dass die STIs hochgegangen sind, deutlich nach oben gegangen sind, während der Pandemie. Und jetzt die Frage natürlich aufwirft, unsere Studie hat während der Pandemie stattgefunden, ob wir das abbilden können, was das für einen Einfluss auf HIV und andere sexuell übertragbaren Erkrankungen hat. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Streeck. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns Vielen hatten. Dank. Wünsche frohes Forschen nach Bonn. Ja, und damit Dankeschön. Würden wir gleich zu unserem ersten Panel kommen. Das steht unter dem Motto Pandemielehren, Flatten the Curve für HIV. Flatten the Curve, also die Kurve abflachen, der Begriff gehört ja sicherlich zu einem der Begriffe des Jahres 2020. Er ist nicht mehr nur Infektionsforschenden geläufig, sondern inzwischen auch zum Allgemeingut geworden. Wie ist das aber bei HIV? Gelingt es da auch weiter, die Kurve zu flatten? Heute wurden RKI-Zahlen veröffentlicht, die nicht direkt danach aussehen. Demnach ist die Zahl der Neuinfektionen bereits 2019, also im Jahr vor der Corona-Pandemie, für Deutschland leicht gestiegen. Verstärkt die Corona-Pandemie diesen Trend noch, etwa weil viele Menschen aus Angst vor Covid-19 gar nicht mehr zum Arzt gehen? Wie hat sich insgesamt das Patientenverhalten in Pandemiezeiten geändert? Welche Strategien gibt es, HIV-Infektionen trotzdem früher zu erkennen und Ansteckungsraten weiter zu senken? Das ist jetzt das Thema unserer ersten Diskussion. Wir haben dazu Vertreterinnen und Vertreter mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema eingeladen, die auch schon bereit sitzen. Ganz kurz zum Vorgehen. Wir hören erstmal, bevor wir gemeinsam diskutieren, dreiminütige Einwürfe unserer Gäste. Wir werden sprechen mit dem Infektiologen Michael Sabranski, mit Silke Klum von der Deutschen AIDS-Hilfe und der grünen Politikerin Cornelia Schulz-Asche. Ja, Sie werden, so wir haben früher bei den Veranstaltungen immer so einen Zeitzähler gehabt. Diesmal werden Sie merken, dass Ihre 3 Minuten zu Ende gehen, wenn ich wieder eingeblendet werde. Dann müssen Sie beginnen, zum Ende zu kommen. Aber das kriegen wir sicherlich als sehr gut hin. Als erstes, wir beginnen mit Michael Sabranski. Er ist seit diesem Jahr Vorstandsmitglied bei der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter. Herr Sabranski, Sie sind selber Infektiologe, tätig am Infektionsmedizinischen Zentrum Hamburg und Sie können uns sicherlich zu dem Thema sehr viel aus der Sicht eines behandelnden Arztes erzählen. Bitte, Herr Sabranski. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung zu der Veranstaltung und für die Einführung. Wie Sie bereits sagten, ich bin niedergelassener Internist, Infektiologe, Vorstandsmitglied der DAKNE. Wir vertreten letztendlich die Ärzte, die in der HIV-Versorgung ambulant tätig sind, aber auch die niedergelassenen Infektiologen in Deutschland. Und die Frage ist hier, wie hat sich die Versorgung der HIV-Patienten durch die Pandemie verändert? Man muss, denke ich, zusammenfassend sagen, die Versorgung konnte sichergestellt werden. Sie hat sozusagen dieser Pandemie standgehalten. Es gab unterschiedliche Phasen. Vielleicht zuerst eine große Verunsicherung sowohl bei Patienten als auch bei den Ärztinnen und Ärzten. Frage, ist die Versorgung mit Medikamenten gesichert? Es gab so Anfragen von Patienten, ob man jetzt Tabletten, Medikamente hamstern müsse. Dann gab es natürlich auch die Fragen des Personals in den Praxen von Ärzten und den Angestellten. Frage ist hier, haben wir genug Schutzausrüstung? Das war ja ein großes Thema. Es gab nicht genügend Masken. Insgesamt muss man sagen, die Praxen blieben offen und die Versicherung, die Versorgung der Patienten mit einer HIV-Infektion konnte sichergestellt werden. Und darüber hinaus haben noch zahlreiche Praxen sich auch als Covid-Schwerpunktpraxen in die Versorgung von Corona-Patienten, sei es durch Testung, aber vielleicht auch Betreuung von Patienten, durchaus eingebracht. Nach einer gewissen Phase der Lockerung, wo es vielleicht zu Engpässen in der Labordiagnostik kam, weil viele Leute getestet werden mussten oder wollten, gibt es jetzt die dritte Phase, sozusagen der erneute Lockdown. Da können wir natürlich profitieren von der Erfahrung
des ersten Lockdowns. Ich denke, wir können das Ganze jetzt ein bisschen gelassener mit mehr Expertise angehen. Die Versorgung der HIV-Patienten bleibt sicherlich gewährleistet. Und ich denke, wir als ambulant tätige Infektiologen sind auch jetzt gespannt, wie es weitergeht. Wird es jetzt einen Impfstoff geben? Inwieweit werden wir dort auch integriert in die Versorgung der Patienten mit Covid-19? Aber auch Fragen, wie wird es vielleicht eine Therapie für milde Covid-19-Verläufe geben, wo wir uns auch mit dran beteiligen können? Wie soll es weitergehen mit der Versorgung der HIV-Patienten während, aber auch post-Corona, wenn es dann jemals so etwas geben wird? Wir müssen weiter die Baustellen angehen, die vorherrschen, die wir immer noch haben. Es wird immer noch oder es gibt immer noch Diskriminierung für HIV-positive Menschen, gesamtgesellschaftlich, aber auch im Gesundheitswesen. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass wir die Versorgungsstrukturen für eine HIV-flächendeckende Versorgung sicherstellen, dass wir es stärken. Stichworte hier auch Nachwuchsförderung, aber auch Kompetenzen erhalten, sodass wir die Patienten adäquat behandeln müssen oder können. HIV muss hierfür natürlich auch Bestandteil eines gesellschaftlichen Diskurses bleiben. Und wir sollten aus Covid-19 natürlich auch die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist vor allen Dingen hier ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, aber was zum Beispiel den Schutz auch von vulnerablen Gruppen und so weiter angeht. Damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Sabranski. Damit folgt, übergebe ich das Wort gleich an Silke Klump. Sie sind Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe und das seit 2009. Und Sie können uns sicherlich auch einiges aus der Sicht der Patientinnen und Patienten erzählen. Bitte, Frau Klump. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich habe mal drei Thesen mitgebracht für die weitere Diskussion, die sich nicht primär auf die Patientenperspektive beziehen, sondern insgesamt auf das Feld. Das erste, die Covid-19-Pandemie gefährdet ernsthaft Erfolge der HIV-Prävention. In vielerlei Hinsicht, weltweit natürlich auch, was die Versorgung von Menschen mit ART angeht, denn das Geld ist nun mal nur einmal da und wir sehen schon, dass der globale Fonds gefordert ist, Geld in die Corona-Bekämpfung umzuwidmen, aber auch in Deutschland. In Deutschland zum Beispiel dadurch, dass der Bedarf an Testmöglichkeiten aktuell kaum gedeckt werden kann. Der ÖGD ist primär beschäftigt mit Covid-19, bekanntermaßen auch nicht bestens ausgestattet bei allen Bemühungen, das jetzt schnellstens nachzuholen. Viele HIV-STI-Sprechstunden des ÖGD sind geschlossen. Die Menschen werden an die AIDS-Hilfen verwiesen. Die AIDS-Hilfen haben ihre Angebote aufrechterhalten, aber natürlich Corona-bedingt mit keine Wartezimmer mehr, Termine machen. Die Zeitleisten sind ausgedehnt worden, so gut es ging, aber es gibt einen Mangel. Und wenn wir sehen, dass nach wie vor 10.800 Menschen nichts von ihrer HIV-Infektion wissen, geschätzt, wenn wir wissen, dass es gut ist, je früher Menschen ihre Diagnose bekommen, dann müssen wir dringend dafür sorgen, dass diese Testangebote offen bleiben und dass es mehr davon gibt. Es ist ausgeholfen worden, natürlich auch mit Selbsttests, mit dem Einsendetestprojekt, wo viele sich dran beteiligen, aber das ist schwierig. Aufsuchende Arbeit ist auch schwierig geworden. Der ÖGD steht nicht zur Verfügung. Die ganze aufsuchende Arbeit im Bereich Sexarbeit liegt natürlich da nieder, wenn Sexarbeit verboten ist. Wir haben ein Problem in der PrEP-Versorgung. Menschen, die die PrEP bekommen wollen, die die PrEP nehmen, sind zum Teil sehr rude abgewiesen worden nach dem Motto, Sexualität ist verboten, was so nicht stimmt. Und von daher ist das ein Beitrag zur Verschärfung der Situation, den wir nicht hinnehmen können. Die Verdrängung ins Private, also sowohl der Sexualität als auch der Sexarbeit, ist kontraproduktiv. Sie schürt sie verhindert Prävention, sie schürt gegebenenfalls Infektionsgeschehen. Die zweite These, die Covid-19-Pandemie, wie die HIV-Pandemie auch, verschärft soziale Ungleichheit und strukturelle Ausgrenzung. Maßnahmen gegen das eine wie das andere sind nicht von allen gleichermaßen umsetzbar. Zu Hause bleiben kann, wer ein sicheres Zuhause hat, wer in Unterkünften zum Beispiel für Geflüchtete lebt, wer in engen Verhältnissen lebt, ist zu Hause vielleicht nicht ganz so sicher. Die Arbeitsverhältnisse sind strukturell eine extreme Herausforderung. Da müssen wir nicht nur auf die Schlachthöfe und die Erntehelfer gucken. Strukturelle Ausgrenzung in Hinsicht auf Rassismus, Hendrik Streeck hat es schon angesprochen, das erleben wir auch in vielfacher Hinsicht bei Covid-19 und wir erleben es bei HIV. Die Schuldzuweisungen sind kontraproduktiv, sie passieren leider auch zu Covid-19 und letztendlich muss man sagen, Vulnerabilität entsteht durch Verhältnisse und diese müssen wir uns angucken.
Das dritte wäre, wie trotzdem erfolgreich sein können. Das kann ich ja dann in der Diskussion nachtragen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, vielen, vielen Dank, Frau Klump. Ich glaube, wir haben auch schon einige womöglich Gegensätze zu Herrn Sabransky gehört. Das wird sehr, sehr spannend gleich in der Diskussion. Ich würde jetzt aber erstmal als Dritte im Bunde an unsere Vertreterin aus der Politik übergeben, an Cordula Schulz-Asche von den Grünen. Erstmal Entschuldigung, Frau Schulz-Asche, ich habe Ihren Vornamen gerade mich vertan. Frau Schulz-Asche, Sie sind seit 2013 Mitglied im Bundestag für die Grünen. Sie sind Berichterstatterin Ihrer Fraktion für den Infektionsschutz. Ich bin gespannt auf Ihren Beitrag. Kann Frau Schulz-Asche? Frau Schulz-Asche, ich bin nicht im. Frau Schulz-Asche, wir haben gerade ein Problem. Wir verstehen Ihren Ton nicht. Bisher haben wir Sie zwar sprechen sehen, aber nicht sprechen hören. Ich gucke mal hier. Jetzt, geht es jetzt besser? Ja, jetzt ist es perfekt. Sehr gut. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Als Professor Strick seinen Beitrag angefangen hat mit dem Rückblick auf die Anfang der 80er Jahre hier in Deutschland, da habe ich mich daran erinnert, dass wir doch sehr viele Parallelen zu der Diskussion jetzt hier hatten, dass es darum ging, die Ausbreitung zu stoppen und dass es eine ganz breite Diskussion gab, auch mit sehr, sehr unangenehmen Beiträgen, wie wir gesehen haben, und dass Rita Süssmuth da, glaube ich, als Politikerin damals dafür gesorgt hat, dass es tatsächlich einen positiven Weg in Deutschland gab, der sich eben auch gegen Homophobie und diskriminierende Maßnahmen gewandt hat. Ich glaube, das war ein ganz großer Erfolg. Ich selber war beruflich dann in den 80er und 90er Jahren in Afrika, in Schwarzafrika unterwegs, vor allem auch in Ländern, die sehr stark betroffen waren, vor allem Ruanda. Und in Ruanda habe ich tatsächlich erlebt, wie dass die Kombination von HIV-AIDS auf der einen Seite mit Rassismus, auch HIV-Infektion als Kriegsmittel einzusetzen, tatsächlich eine sehr, sehr wirklich eine sehr, sehr erschreckende Erfahrung war. Und ich glaube, dass es deswegen notwendig ist, dass man bei allen Infektionen, die so eine breite Ausbreitung haben, wie wir das im Moment sehen, tatsächlich auch darauf guckt, was es gibt es für gesellschaftliche Entwicklungen. Wir haben jetzt hier in Deutschland gerade immer noch sehr hohe Infektionszahlen und einen steigenden Unmut auch in der Bevölkerung, die einschränkenden Maßnahmen wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr für die politische Instrumentalisierung bis hin eben auch zu rassistischen Ausfällen. Vielleicht dazu passend die Frage, warum sind gerade auch in afrikanischen Ländern die Frauen so betroffen? Es hat natürlich was mit der Schutzlosigkeit, mit Gewalt gegen Frauen, mit den Übergriffen auf Frauen zu tun, der fehlenden sexuellen Selbstbestimmung. Und es gibt aber sehr viele Programme und Projekte, die gezeigt haben, dass zum Beispiel präventive Intervention gerade bei Schulkindern, also vor dem Eintritt ins sexuell aktive Alter, es durchaus Erfolge gibt, wenn man sich gerade auch auf die jungen Menschen konzentriert und dafür eben auch eine gesellschaftliche Veränderung zwischen den Geschlechtern sorgt und eine Aufwertung der Frauen. Ich glaube, was wir gesehen haben bei HIV, dass als die Therapien entwickelt wurden, als PrEP entwickelt wurde, aber auch als Mother-to-Child-Transmission verhindert werden konnte, dass es doch eine relativ breite Solidarität gab, um diese Therapien auch in ärmeren Ländern einzuführen. Das Problem ist, glaube ich, dass wir jetzt allein mit Therapie nicht dazu kommen, dass wir das Ziel Null Infektionen tatsächlich auch erreichen. Und deswegen, glaube ich, wird es dahin kommen müssen, dass wir Impfstoffe entwickeln. Und da können wir vielleicht jetzt auch dann von Covid-19 lernen, nämlich indem man sagt, hier haben wir gesehen, dass es sehr schnell möglich war, in einer sehr verschiedenen Ansätze von ihm zu entwickeln, von denen wir ja hoffen, dass sie bald auf den Markt kommen. Ich glaube, dass Flatten the Curve tatsächlich als Motto von Covid-19 ein gutes ist, aber das Ziel der WHO bis 2030 auf Null zu kommen, steht ja nach wie vor im Raum. Und da, glaube ich, muss man jetzt im Moment politisch sehr, sehr aufpassen, dass die Bekämpfung von HIV-AIDS, dass HIV-AIDS nicht zu einer vernachlässigten Krankheit wird, wie es ja schon angesprochen wurde. Wir haben sehr viele Krankheiten, für die nicht ausreichend geforscht wird, weil sie nur die ärmeren Länder betreffen. Und von daher hoffe ich, dass AIDS nicht zu einer vernachlässigten Krankheit wird, sondern die Anstrengungen wirklich tatsächlich weitergehen, auch verstärkt werden zur Impfstoffentwicklung, damit wir sagen können, im Jahr 2030, wir haben keine Neuinfektionen. Das wäre, glaube ich, ein Riesenerfolg.
Vielen, vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ich weiß, Sie müssen, glaube ich, in 5 Minuten zu einer Abstimmung im Plenum, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen. Wir haben eine Beratung eines Gesetzes, das heißt Gesundheit und Pflege, Stärkungsgesetz. Und da ich ja auch die pflegepolitische Sprecherin bin, muss ich da natürlich dabei sein. Deswegen kann ich leider nicht bis zum Ende dabei bleiben hier. Genau, ich würde einfach jetzt Sie ganz kurz mit 3 Fragen vorab einvernehmen und danach dann können Sie zur Beratung sozusagen weitergehen. Ich würde ganz kurz einsteigen. Wir haben unter den Teilnehmenden, also die auch zuschauen, eine Umfrage schon vorab gemacht. Da wollten wir unter anderem wissen, was es im nächsten Jahr als Erstes zu tun gibt, um die UN-AIDS-Ziele zu erreichen. Ein Vorschlag oder eine Forderung, die da genannt wurde unter unseren Teilnehmern, war mehr Finanzmittel generieren. Und da würde ich gerne an Sie als Politikerin natürlich die Frage richten, ist das vorgesehen und wie kann man das erreichen? Ja, Pandemien sind ja immer globale Angelegenheiten und ich glaube, bei HIV-AIDS kommt es jetzt wirklich darauf an, dass die vorhandenen Mittel nicht abgeleitet werden in die Covid-19-Bekämpfung, sondern eher auch die Anstrengungen verstärkt werden, gerade auch hinsichtlich der Impfstoffforschung und hinsichtlich der Beibehaltung der vorhandenen Therapiemöglichkeiten, gerade auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube, dass das wirklich notwendig ist, sonst wird auch HIV-AIDS wieder zu einem größeren gesundheitlichen Problemen weltweit und das müssen wir verhindern in unser aller Interesse. Deswegen Infektionskrankheiten, vor allem wenn sie epidemisch oder sogar pandemisch auftreten, sind eine globale Aufgabe und wir haben mit dem Global Fund ja einige Ansätze. Wir haben auch mit COVAX jetzt für Covid-19 Ansätze. Wir brauchen globale Solidarität. Und die muss man auf der UN-Ebene, auf der Ebene der WHO, auf der internationalen Ebene anstreben. Und ich hoffe, dass auch die USA wieder sich an diesen Aufgaben beteiligen werden. Aber es ist, wie gesagt, eine gesamtgesellschaftliche, globale Aufgabe. Und gerade HIV-AIDS ist da vielleicht ein Brennpunkt auch, weil er eben auch in der Diskriminierungserfahrung auch zeigt, dass es nicht nur reicht, dass wir Geld haben, sondern auch, dass wir Geld haben für antidiskriminierende Aufklärung, um die Menschen tatsächlich dazu zu bringen, ihre Krankheit zu erkennen und dann eben auch entsprechend sich in Therapie begeben zu können und eben auch der Eindämmung der Infektionsausbreitung beitragen können. Die zweite Frage, die ich gerne an Sie stellen würde, das hat Frau Klump schon aufgebracht. Die öffentlichen Gesundheitsdienste, hat Frau Klump ja gesagt, sind sozusagen massiv eingeschränkt, dadurch, dass sie auch so überlastet sind in der Pandemie und dass das natürlich akute negative Konsequenzen bei der HIV-Versorgung hat. Nun sind Sie natürlich nicht selber für das Gesundheitsamt hier im Berliner Bezirken zuständig, als Bundestagspolitikerin, aber wie kann man, das ist ja ein Dilemma, also wenn die Gesundheitsämter schon bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie überfordert sind, wie kann man es schaffen, dass trotzdem andere Krankheiten nicht noch mehr darunter leiden? Gibt es da irgendeinen Ausweg? Nein, wir müssen ja erstmal auf jeden Fall konstatieren, dass die Gesundheitsämter, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland seit Jahrzehnten unterfinanziert war, dass Public Health in Deutschland auch in der Diskussion ärztlicher Versorgung eine untergeordnete Rolle gespielt hat und im Prinzip in bestimmten Kreisen, wir haben ja jetzt hier HIV-AIDS, ist ja ein gutes Beispiel, wo die Ärzte sehr engagiert sind, aber in der breiten Versorgung, auch in der breiten gesundheitspolitischen Diskussion keine Bedeutung hatte. Ich habe 2010 als Landtagsabgeordnete damals noch in Hessen Papier geschrieben, dass die öffentlichen Gesundheitsdienste endlich besser ausgestattet werden. Wir hatten auch vor Corona eine große Anzahl von Gesundheitsämtern, die überhaupt keine Leitung mehr hatte, weil die Bezahlung, weil das Einsatzgebiet nicht mehr attraktiv war, weil viele Sachen auch ausgelagert waren in dem privatärztlichen Bereich aus den eigentlich interessanten Feldern der Prävention, der Gesundheitsförderung von Kindern, der Impfprogramme, der Schulprogramme und so weiter. Und ich denke, wir müssen jetzt sehen, wie wir durch diese Zeit kommen, aber wir brauchen eine Neuaufstellung der Gesundheitsämter insgesamt für die Gesundheitsversorgung, Vorsorge der gesamten Bevölkerung. Und da müssen einfach neue Strukturen her, da müssen moderne Strukturen her, da muss Digitalisierung her, da muss eine bessere Vernetzung zwischen den einzelnen Gesundheitsämtern und den Ebenen auf Landes- und Bundesebene passieren, hin zum RKI. Und ich glaube, das sind die Lehren, die schon mal auf dem Zettel stehen, die man jetzt ziehen muss. Aber im Moment steht natürlich die Bekämpfung im Vordergrund und die Defizite der Vergangenheit. Das ist ja
auch in anderen Bereichen, auch in der Intensivpflege und anderen Bereichen sichtbar. Wir haben jetzt durch Covid-19 wirklich ein Brennglas auf dem Problem unseres Gesundheitswesens. Wir haben uns, ich glaube, das kann man breit sagen, uns viel zu sicher gefühlt, weil wir immer dachten, wir hätten eins der besten Gesundheitswesen der Welt, aber wir haben eben keins, was auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft vorbereitet ist. Und daran müssen wir alle arbeiten. Und ich hoffe, dass es nicht wieder passiert wie bei anderen Infektionskrankheiten, dass wenn die konkrete Gefahr vorbei ist, dass sich alle wieder zurücklehnen und alles geht wieder so weiter wie vorher. Aber das dafür will ich sorgen, aber dafür brauchen wir auch eine Bevölkerung, und die da auch sagt, ja, wir wollen da auch dranbleiben und wollen stärkere Gesundheitsämter haben und setzen da auch die Verantwortlichen unter Druck, dass es tatsächlich passiert. Okay, ja, hoffen wir, dass das tatsächlich diese Lehren gezogen werden. Dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen. Ich glaube, Sie müssen jetzt weiter. Es ist genau 14.55 Uhr. 5 Minuten habe ich noch. Genau, dann ich würde jetzt trotzdem schon mal, vielleicht können Sie sich auch noch kurz einschalten, zu Frau Klump und Herrn Sabransky zurückkommen. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich zwei verschiedene Welten höre, wenn ich Ihnen zuhöre. Vielleicht nicht ganz, aber ich spitze es so ein bisschen zu. Frau Klump, Sie haben ja schon gesagt, dass es deutlich Probleme irgendwie gibt im Moment. Und Herr Sabransky meinte aber, letztlich die Versorgung kann gewährleistet werden nach kleineren Anlaufschwierigkeiten. Wir haben auch dazu unsere Teilnehmenden gefragt. Ich glaube, die waren eher sozusagen auf der Seite dessen, was Frau Klump gesagt hat. Da sagten 66% glauben, dass die Corona-Pandemie den Kampf gegen HIV gefährdet. Ich würde vielleicht Herrn Sabransky noch mal fragen, ob Sie nachvollziehen können, was Frau Klump geschildert hat, die ja doch einige jetzt sozusagen offene Wunden, was im Moment passiert hat, aufgezeigt hat. Ich würde dem, was Frau Klump gesagt hat, gar nicht widersprechen. Also ich glaube, dass sie da recht hat. Die Versorgung, wenn ich die Versorgung anspreche, dann kann ich natürlich nur aus der Warte von uns und unserer und den niedergelassenen HIV-Praxen sprechen. Es hat sicherlich zum Beispiel im Rahmen der Präexpositionsprophylaxe Fälle gegeben, wo Menschen nicht adäquat versorgt wurden, die schroff zurückgewiesen wurden. Das ist aber nicht eigentlich unser Standard und das entspricht auch nicht unserem gewünschten Vorgehen. Also das ist nicht unsere Aufgabe. Der zweite Punkt, der öffentliche Gesundheitsdienst, das sehe ich genauso, war völlig überlastet und ich würde dem ÖGD da auch keinen Vorwurf machen. Die waren so eingebunden in die Versorgung oder besser gesagt die Nachverfolgung der Corona-positiven Patienten und deren Kontakten, dass sie eigentlich für keine anderen Maßnahmen mehr Zeit gefunden haben. Das sehe ich genauso. Und ich kann nur für uns aus meiner Warte berichten, wir in Hamburg, in unserer Praxis, haben ganz eng mit dem ÖGD zusammengearbeitet und ich glaube, wir haben auch ganz viele Aufgaben mit übernommen. Wir haben geschaut, dass die Leute in Quarantäne bleiben, obwohl das natürlich nicht von uns angeordnet werden kann. Wir haben aber auch geschaut, dass wir weiterhin sexübertragbare Erkrankungen diagnostizieren, dass wir weiterhin PrEP verordnen und das ist natürlich überhaupt nicht an uns, hier irgendwie moralisch zu urteilen und jemandem die PrEP auch in Corona-Zeiten zu verweigern. Ganz und gar nicht. Unsere Aufgabe ist es, HIV-Infektionen und sexuell übertragbare Erkrankungen zu verhindern und daran müssen wir natürlich auch weiterarbeiten. Und das muss das Ziel sein. Ja, das sehe ich genauso. Aber ich würde sagen, die Fälle im niedergelassenen ärztlichen Bereich, wo Menschen abgewiesen worden sind, das ist sicherlich nicht richtig. Und ich glaube aber auch nicht, dass das die große Mehrheit der HIV-Praxen repräsentiert. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe Frau Klump auch schon nicken zum Teil, als jetzt Herr Sabransky gesprochen hat. Ich würde vielleicht trotzdem das Problem, was Sie angesprochen haben, zurückkommen, dass Sie gesagt haben, dass die Testmöglichkeiten zurückgehen. Wie kann man das lösen? Sie haben ja uns ja schon angekündigt, wie können wir trotz all dieser Probleme sozusagen die Erfolge beibehalten? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Meinen Sie jetzt bezüglich sexuell übertragbare Erkrankungen und HIV? Achso, ich meinte jetzt kurz Frau Klump erstmal. Entschuldigung. Ja, genau. Sie können aber gleich dann noch ergänzen gerne. Ja.
Ja, ich fürchte, die Antwort ist mal wieder die, die niemand so gerne hat, nämlich es braucht einfach eine weitere Finanzierung des ganzen Bereiches. Also über den ÖGD haben wir schon gesprochen, aber natürlich hat auch die Aidshilfelandschaft, die eben neben den niedergelassenen Ärzten gerade da auch wirklich irgendwie eine großartige Leistung bringt und Aufgaben übernimmt, die eigenen Angebote aufrechterhält und sich natürlich in dieser Zeit, wo so viel Geld eben in die Covid-19-Maßnahmenbekämpfung und so weiter fließt, natürlich damit konfrontiert sieht, dass auf der einen Seite öffentliche Mittel drohen, zurückzugehen. Wir wissen es schon von einigen Kommunen, die schon angekündigt haben, dass sie zum Beispiel die Finanzierung der Testprojekte in Aidshilfen und Checkpoints nächstes Jahr gefährdet sehen. Wir wissen, dass insgesamt die öffentlichen Haushalte in den nächsten Jahren sehr gefordert sein werden. Das ist uns allen klar. Aber ich muss einfach sagen, wenn wir bei HIV keine Rückschritte machen wollen, dann darf das nicht im Bereich der Versorgung und der HIV-Prävention passieren. Sonst werden wir 2030 niemals da sein, wo wir sein wollen, geschweige denn, dass wir eben jetzt irgendwie bei 88 in der ersten 90 auch noch nicht das Ziel erreicht haben. Wir werden weiter natürlich Testkampagnen machen, aber die machen wir lieber, wenn wir wissen, wo wir die Leute hinschicken, ja, und wo sie denn dann auch einen Test bekommen können. Also wir können so viel Bewusstsein dafür schaffen, dass das notwendig ist und gut ist, früh eine Diagnose zu kriegen. Wir können alle miteinander versuchen, späte Diagnosen zu verhindern, aber dafür brauchen wir eben auch die Landschaft, die das dann auch realisierbar macht. So, und das ist ja nur ein kleiner Punkt. Aidshilfen kämpfen damit, wie alle anderen sozialen Träger auch, vor der Unsicherheit zu stehen. Und wir haben natürlich das massive Problem, dass die Arbeit in der HIV-Prävention und in der Beratung sehr viel getragen ist von Spenden und von Ehrenamt. Und wir wissen alle, der Welt-AIDS-Tag ist nächste Woche. Wir sind mitten im Lockdown, so leicht er sein mag. Es wird keine Weihnachtsmärkte geben. Es wird keine Möglichkeiten geben für irgendwelche Benefizveranstaltungen für dahin. Das heißt, wir haben in allen Bereichen einfach eine sehr schwierige Finanzierungssituation, denn Aidshilfen vor Ort müssen zum Teil wirklich die Hälfte der Mittel erstmal aus Spenden und Eigenmitteln erbringen, bevor sie überhaupt die öffentliche Förderung auch einlösen können. Da muss in irgendeiner Form in diesem Jahr eine Unterstützung her, sonst sind die am Ende des Jahres nicht mehr zahlungsfähig. Das ist ganz klar und für die Zukunft natürlich auch. Aber wir brauchen, letztes Satz, natürlich nicht nur Geld. Wir brauchen einfach auch ein Bewusstsein dafür. Wir haben in der HIV-Prävention mit Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und informierter Entscheidung Maßstäbe gesetzt in der Public Health Welt, die auf Möglichkeiten, auf Handlungsmöglichkeiten, auf Risikomanagement gesetzt hat. Wir haben es bei Covid-19 überwiegend mit einer Seuchenbekämpfungsstrategie zu tun. Wir dürfen nicht glauben, dass wir der HIV-Prävention demnächst mit solchen Bekämpfungsstrategien und Maßnahmen kommen können, dann werden wir scheitern. Von daher, wir müssen weiter unsere erkämpfte, unsere ausgehandelte Wege gehen, die eben sehr bewusst mit Menschen Möglichkeiten und Botschaften und so weiter aushandelt. Herr Sabranski, Sie wollten da auch noch was hinzufügen. Da hatte ich Sie vorhin gerade schon unterbrochen. Also stimme da auch mit Frau Klump überein. Gerade die Angebote zur Testung in, ich sag mal, in dem niedrigschwelligen Bereich, da wo Patienten oder wo Menschen hingehen, ohne dass sie sich direkt beim Arzt vorstellen müssen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das weiterhin angeboten wird. Sonst werden wir auf jeden Fall Rückschritte machen in der Prävention bzw. Diagnostik von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das sehe ich ganz genauso. Dazu gehört aber auch, dass weiterhin so viel Aufklärungsarbeit möglich ist, wie es bisher war. Da darf nicht nachgelassen werden. Ich denke, hier gibt es vulnerable Gruppen, die vielleicht von dem Angebot, was wir haben, nicht angesprochen werden. Und da ist zum Beispiel die Deutsche Aidshilfe ganz wichtig, dass hier Aufklärungsarbeit geleistet wird, dass in die Gruppen reingegangen wird und die Leute wirklich adressiert werden. Das muss weiterhin möglich sein. Also deswegen darf, denke ich, auch HIV nicht von der politischen Agenda verschwinden oder herabgestuft werden. Das muss weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Sie haben gerade schon Stichwort vulnerable Gruppen, das hatte Frau Klump auch angesprochen, dass sich ja durch Corona die sozialen Ungleichheiten dramatisch nochmal verschärfen und dass sich auch sozusagen soziale Ungleichheiten auch nochmal offenlegen in der Pandemie jetzt. Gibt es da, Frau Klump, was kann man dagegen machen oder ist man da de facto im Moment hilflos?
Na, es gibt natürlich sehr große Bedarfe, gerade wenn wir jetzt auf Covid-19 gucken, wenn wir Arbeitsverhältnisse in diesem Land verändern wollen, wenn wir wissen, wie es in Schlachthöfen zugeht, wie die Unterbringung von Arbeitenden in allen möglichen Branchen ist, die eben in Sammelunterkünften in einfachsten Verhältnissen sehr eng gedrängt wohnen, dann haben wir da bei HIV nicht das riesige Problem mit, vielleicht direkt, aber in einer Pandemie wie Covid-19 sind solche Verhältnisse eben fatal für die Ausbreitung des Virus. Und ich glaube, was wir halt nicht vergessen dürfen, und das ist das, wo ich wirklich vor allem auch an die Medien appellieren möchte, Schuldzuweisungen, wie sie passiert sind, ob das irgendwie um die Hasenheide geht, wo überhaupt keine Infektionen stattgefunden haben, wo aber Menschen zusammen gefeiert haben, was hochgejubelt wird als Superspreader-Event, ob das die vermeintliche Superspreaderin von Garmisch-Partenkirchen ist. Sowas ist in dieser Covid-19-Pandemie einfach fatal. Das kostet die Medien, das kostet uns alle eine Glaubwürdigkeit. Die werden wir nirgendwoher wiederkriegen. Und was nicht passieren darf, ist, dass Maßnahmen, die sinnvoll und notwendig sein mögen, nicht verstanden werden, weil sie nicht gut kommuniziert sind, dass die Medien, weil sie natürlich auf der Suche auch nach Erklärungen sind, vielleicht an der falschen Stelle auf Dinge aufspringen. Das wäre wirklich meine dringende Bitte. Wir kennen das alle aus der frühen Zeit der HIV-Pandemie oder Epidemie. Henrik Streeck hat es auf verschiedene Weise da schon vorgeführt. Wir sind alle gefordert, in der Kommunikation da sehr achtsam zu sein und keinen Vorurteilen und keinen Schuldzuweisungen und keiner Ausgrenzung Vorschub zu leisten. Da können wir einfach täglich miteinander im gesellschaftlichen Diskurs, glaube ich, viel zu beitragen, nicht den Falschen das Wort zu überlassen. Also eine klare Aufgabe auch an uns als Medien, da würde ich tatsächlich auch selbstkritisch sagen, dass Sie da durchaus recht haben, dass viele Sachen ja sehr schnell, also sozusagen sehr, sehr schnell medial auch aufgegriffen werden und zum womöglich auch nicht immer reflektiert sofort alles durchdacht dargestellt wird. Also da würde ich denken, dass Sie da durchaus einen Punkt angesprochen haben, den wir uns auch selber hier, über den wir nachdenken müssen. Was ich noch fragen wollte, Sie beide, ist, können wir was aus der HIV-Pandemie lernen für Covid andersrum? Also was man, oder hätte es Lehren gegeben, die das Ganze, die man schon längst hätte nehmen können und wo, die womöglich auch gut gewesen wären jetzt in der jetzigen Situation, Herr Sabransky? Also ich denke, beide Pandemien waren erstmal Neuland für die gesamte Gesellschaft, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte. Wir mussten erstmal lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, am Ende bleibt vielleicht so die Quintessenz oder das Fazit: Wir brauchen, wenn es um die Verhinderung von Infektionen, um die Behandlung von kranken Menschen geht, einen gesellschaftlichen Konsens. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen. Und das Zweite ist, wir müssen Versorgungsstrukturen ganz klar stärken und sichern, ja, dass wir sozusagen Neuinfektionen erfassen können, dass wir Menschen behandeln können. Das gilt sowohl für HIV als auch für die Covid-Pandemie. Und was vielleicht ganz wichtig ist, dass wir vulnerable Gruppen nicht diskriminieren, nicht ausgrenzen, sondern dass wir sie schützen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das gilt für beide Pandemien in gleichem Maße. Frau Klump, was würden Sie sagen, was können wir von HIV für Corona lernen? Also, ich sage es einmal negativ, einmal positiv. Bedrohungsszenarien helfen nicht. Angst ist auf Dauer keine gute Ratgeberin und Sanktionen führen zu Vermeidungsstrategien und zu Vertrauensverlust. Positiv gesagt, wir brauchen Aufklärung mit evidenzbasierten Informationen. Wir brauchen eine gute, transparente Kommunikation. Wir brauchen Botschaften und Gebote, nicht so sehr Verbote. Die Maßnahmen müssen gerechtfertigt, verhältnismäßig und begrenzt sein. Und wir brauchen eine Anerkennung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse. Sexualität, Nähe und Begegnung lässt sich nicht einfach verbieten. Menschen brauchen das. Und wir müssen, wie wir Safer Sex erschaffen haben und heute vielleicht viel mehr Möglichkeiten für Safer Sex haben,
müssen wir auf Dauer, kurzfristig ist, mag alles möglich sein, aber auf Dauer, und wir sind nach 7 Monaten in einem Zustand von Dauer, müssen wir Handlungsmöglichkeiten anbieten, die entsprechend Safer Sex Infektionsrisiken so gering wie möglich halten, aber die Bedürfnisse der Menschen respektieren und dafür Wege finden und was anzubieten haben. Fehlt es vielleicht auch an, das noch mal kurz an Frau Klump, so einer Kampagne wie damals Mach's mit den Kondomen, die ja auch irgendwie von, also man traut sich ja gar nicht, das Wort Witz noch in den Mund zu nehmen im Moment, auch mit der aktuellen Situation. Aber fehlt es tatsächlich auch an solchen deutschschlagenden Kampagnen, die so ein bisschen, die Menschen emotional vielleicht auch ein ganz bisschen mehr packen? Na, ich finde, das ist ganz, ganz schwierig, da im Moment bei dieser Form von Viruspandemie witzige Botschaften zu senden. Ich finde eine, die ist nicht schlecht, heißt hier in Berlin, Berliner tragt, was ihr wollt, Hauptsache Maske. Das ist mal ein Ansatz, irgendwie einfach, simpel, verstehen wir alle und ist irgendwie nett gemacht. So, das reicht natürlich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, wir haben viele auch negative Beispiele der Versuche von witziger Kommunikation. Das ist ja nicht so ohne, das ist nicht mal eben gemacht. Ich glaube, dass wir sehr viel weiterkommen, wenn wir es mal schaffen würden, eben ein bisschen einen Diskurs, und zwar im besten Public Health Verständnis, interdisziplinär zu führen. Also wir sehen ja schon, dass wenn man 3 Virologen fragt, man 5 Antworten hat, das wie bei den Juristen, und fragen sie 3 von uns, kriegen sie auch 3 verschiedene oder 5 verschiedene Antworten. Also mir geht es gar nicht darum, innerhalb derselben Disziplin nur, also es ist ja schon gut, wenn man da verschiedene Meinungen oder verschiedene Argumente hört, aber auch zwischen den Disziplinen, auch andere zu dieser Pandemie zu Wort kommen zu lassen, dass man Lösungen findet, partizipativ, dass man guckt, was brauchen Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben ein System, wo wir wissen, die Menschen in den Heimen sind extrem bedroht. Wir können sie nicht einfach nach Hause holen, weil diese Gesellschaft beschlossen hat, dass wir unsere alten Menschen nun mal am besten in Pflege- und Seniorenheimen versorgen, anders als andere Gesellschaften das tun. Da sind sie aber nicht besser aufgehoben als in der Familie, wo womöglich kleine Kinder aus der Kita auch was mitbringen können. Aber so, was machen wir denn, damit diese Menschen nicht alleine sitzen in den Heimen? Wie schaffen wir diese Möglichkeiten? Und da sehen wir natürlich wahnsinnige Veränderungen seit dem Frühjahr, wo man erstmal alles gar nicht konnte. Und wir sehen, dass mit Antigentests, mit Schutzmasken und so weiter, wir viel, viel mehr Handlungsmöglichkeiten haben, aber da auch viel mehr wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen die Menschen zu fragen. Es haben alle Branchen Hygienekonzepte vorgelegt. Jetzt im Moment zählt das alles gar nicht in dieser sehr schwierigen Situation, aber ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, es gibt Hygienekonzepte, an die wir alle glauben und denen wir vertrauen und zu denen wir angehalten sind. Und an irgendeinem Punkt müssen wir wieder ein Stadium erreichen, wo alles gleichermaßen, ob das Beratung, ob das Sexarbeit, ob das körpernahe Dienstleistungen, was auch immer ist, auch möglich ist. So. Vielleicht erstmal an die Zuschauenden, wenn Sie Fragen haben, können Sie sie gerne stellen. Die Stellen die gebe ich dann hier auch noch weiter. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht als Abschlussfrage an Sie beide noch das Thema kurz Diskriminierungen, Stigmatisierung aufbringen. Das ist ja etwas, was wir seit langem diskutieren. Kommt ja jetzt nicht erst heute auf. Was können wir tun, damit da noch mehr getan wird? Die 0 in den 90-90-0. Dass die tatsächlich irgendwie, dass wir da auch nur ansatzweise rankommen, dass womöglich jetzt auch im Zuge dieser Pandemie Doppelstigmatisierung vermieden werden. Herr Sabransky, was denken Sie? Naja, was mir jetzt so spontan als erstes einfällt, ich sag mal für den Bereich der, vor allen Dingen der niedergelassenen Ärzte, ich glaube, man muss sich trauen, über Sexualität zu sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man muss einfach sich trauen, Menschen anzusprechen und versuchen zu sehen, gibt es da vielleicht ein Risiko für eine sexuell übertragbare Erkrankung. Ich erlebe das immer wieder, dass Patientinnen oder Patienten von mir, die eine HIV-Infektion haben, jahrelang von ihren Hausärzten nicht über zu sexuellen Themen befragt wurden, denen auch keine HIV-Test angeboten worden ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann vielleicht eine gewisse, Scham sein, über dieses Thema zu reden. Und da gibt es ja von der DAH eine sehr gute Fortbildungsreihe, Let's Talk About Sex, dass das so ein bisschen auflockern soll, dass die Leute in der Lage sind, Dinge anzusprechen. Der zweite Problem, was ich da sehe, ist aber auch, dass die Patientinnen und Patienten selber gar nicht danach fragen,
ob sie vielleicht einen Test haben könnten, weil sie vielleicht fürchten, auch diskriminiert zu werden. Und ich glaube, da sind wir Ärzte auch gefordert, auch intern in der Ärzteschaft wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, den Leuten klarzumachen, dass man darüber reden kann und dass man den Leuten dann auch, diesen Menschen auch Angebote machen kann. Ein weiterer Punkt ist natürlich der, dass wir auch mit anderen Fachdisziplinen, Stichwort Zahnärztinnen, Zahnärzte, aber auch den anderen Fachdisziplinen sprechen, dass HIV kein Hinderungsgrund ist, jedem krebskranken Patienten eine Chemotherapie zukommen zu lassen, wenn er sie denn braucht, oder vielleicht, dass HIV-Patientinnen und Patienten keine Operationen verweigert werden oder gar hinten angestellt werden. Ich glaube, hier ist Aufklärungsarbeit auch von unserer Seite ganz, ganz wichtig. Ja, Frau Klump, von Ihnen das Abschlusswort zu dieser Frage. Wie gehen wir weiter mit Diskriminierung um? Ich denke, es gibt eben drei große Bereiche, die wir angucken müssen. Wir machen ja gerade die zweite Runde der Erhebung zu Diskriminierungserfahrungen von Menschen mit HIV, einer Online-Befragung und einer Offline-Befragung, einem internationalen Fragebogen. Wir sehen nach wie vor das Gesundheitswesen, da passiert unglaublich viel an Diskriminierung, sobald man den eigentlichen HIV-Bereich verlässt, wohlbemerkt. Und wir haben jetzt mit der Bundesärztekammer nochmal eine Kooperation, die sich sehr engagieren, um dann nochmal beizutragen, auch Vorbehalte und übertriebene Hygienemaßnahmen abzubauen. Wir hatten das schon mit der Bundeszahnärztekammer, aber wie Herr Sabranski sagte, da sind eben auch alle kollegial gefordert, dazu beizutragen. Das zweite ist der Arbeitsbereich. Wir machen eine große Kampagne, positiv arbeiten, Unternehmen, Vereine, Behörden, öffentlichen Dienst zu gewinnen, sich offen zu zeigen für Menschen mit HIV und zuzusichern, dass Menschen im Einstellungsverfahren und in ihrer Tätigkeit nicht nach HIV gefragt werden, dass kein HIV-Test gemacht wird, aber dass Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu outen, wenn sie das möchten, weil HIV im Arbeitsleben keine Rolle spielt. Und dafür brauchen wir perspektivisch ein Verbot von HIV-Tests im Arbeitskontext. Das gibt's in Belgien, das gibt's in anderen Ländern, das kann Deutschland auch. Da bin ich ganz sicher, da werden wir einen Weg finden müssen, um diese ganze Diskriminierung, die dort erlebt wird, wenn es denn mal rauskommt, wo BetriebsärztInnen meinen, es den Chefs sagen zu müssen, das ist wirklich zum Teil katastrophal, was da passiert. Menschen in der Probezeit gekündigt werden, weil man glaubt, sie sind eine Gefahr fürs Unternehmen. Und der dritte Bereich ist natürlich das, was wir mit Scham- und Schuldzuweisungen gespiegelt sehen, in Selbststigmatisierung und Selbstverunsicherung, was wir erleben im sozialen Umfeld. Es gibt mehrere Befragungen, nicht zuletzt im Kontext auch der Botschaft der Nichtübertragbarkeit von HIV unter Therapie, selbst beim Sex. Menschen haben, je näher sie Menschen mit HIV kommen, Bedenken. Also die meisten wissen, dass man aus demselben Glas trinken kann, aber beim Küssen, da möchte man doch dann lieber schon nicht mehr dabei sein, geschweige denn auch nur Sex mit Kondom mit einer positiven Person haben. Und solange das Bewusstsein und die Haltung in der Bevölkerung ist, spiegelt sich das in der Haltung von Menschen mit HIV sich selbst gegenüber. Und da müssen wir einfach noch weiterkommen. Und es wird verschiedene Kampagnen in nächster Zeit geben, die auch dazu nochmal beitragen werden. Aber mehr kann ich leider hier noch nicht verraten. Da werden wir auf jeden Fall unsere Augen und Ohren offen halten. Frau Klump, Herr Sabranski, vielen, vielen Dank für dieses Panel und für diese sehr spannende Diskussion. Damit kommen wir dann auch gleich zum nächsten Panel. Welche konzertierten Anstrengungen sind nötig, um AIDS bis 2030 zu beenden? Sie wissen, dass es das Ziel von UNAIDS, dass bis zum Jahr 2030 die HIV-Epidemie beendet wird. Wir haben jetzt einen ganzen Strauß schon an Problemlagen und Fragen gesehen, die uns womöglich aktuell auch schon wieder weiter zurückwerfen, die gelöst werden müssen. Und deswegen lassen wir uns jetzt noch mal ein bisschen mehr einen Blick noch weiter vorausschauen. Welche konzertierten Anstrengungen und Innovationen brauchen wir? Auch hier gleiches Spiel wie eben. Wir haben drei Expertinnen, die uns jeweils einen kurzen Input geben. Wir sprechen mit Christine Joffinet von der Charité, Christian Thams von Gilead und Anna Konopka-Pfeiler von Jugend gegen AIDS. Und unsere erste Expertin ist Christine Goffinet, da oben ist sie.
Sie ist Professorin für Virologie am Berlin Institute of Health und an der Charité. Zuvor war sie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie hat unter anderem den Deutschen AIDS-Preis der Deutschen AIDS-Gesellschaft gewonnen und den AIDS-Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, erforschen Sie die Wirkweise des HIV-Virus und wie sich dieses an die körpereigenen antiviralen Waffen anpasst und wie das Verständnis darum das Arbeiten an neuen antiviralen Wirkstoffen ermöglichen könnte. Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben, aber wir werden jetzt von Ihnen wahrscheinlich genau hören, was Sie genau machen. Bitte schön. Ja, guten Tag. Ich spreche heute hier als eine Vertreterin für die Wissenschaft und speziell fühle ich mich der HIV-Forschungsszene zugehörig, zu der ich ja auch schon lange angehöre. Und das klang ein bisschen in Hendriks Vortrag schon an, der ein oder anderen Person, vielleicht auch besonders unter HIV-Betroffenen, mag es vielleicht so erscheinen, als habe die HIV-Forschung sich von ihrer Hauptaufgabe etwas ablenken lassen und dass Virologen jeder Couleur sich nun auf die Erforschung dieses neuen Coronavirus gestürzt hätten. Und in der Tat ist es so, dass SARS-CoV-2 buchstäblich der HIV-Forschung Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Und ganz klar müssen wir jetzt konstatieren, das Erreichen der globalen Ziele wird sehr, sehr schwer sein. Aber ich würde auch gerne klarstellen, dass keine wissenschaftliche Community kann mit ihrer ureigenen spezifischen Expertise weiterhin mit der gleichen Intensität an HIV forschen, mit einer laufenden Coronavirus-Pandemie im Nacken. Also ganz konkret, es gab Lieferprobleme bei allgemeinen Labormaterialien, Reagenzien, die wir teilweise rationieren mussten. Global gesehen gab es Forschungslabore, die geschlossen werden mussten, weil Mitarbeiter alle erkrankten. Klinische Studien zu HIV, Präventionsprogramme mussten unterbrochen werden. Und sogar die medizinische Versorgung von HIV-Patienten mit antiretroviralen Medikamenten ist in einigen Ländern ja gefährdet oder war gefährdet. Und deswegen empfinde ich das als eine recht natürliche Reaktion, dass die Wissenschaft sich gedacht hat, wir packen jetzt unsere Kräfte zusammen und bekämpfen diese akute Bedrohung, vor allen Dingen mit dem Ziel, dass wir möglichst schnell und sehr bald wieder in einen Zustand zurückgelangen, in dem wir wieder vernünftig HIV erforschen können, um da wieder voranzukommen. Und übrigens auch viele andere humanpathogene Erreger. Genau, das ist die überbordende Frage. Jetzt ist ja, was jetzt tun. Und ich habe hier drei Dinge mitgebracht und vermutlich klingt auch die erste Botschaft schon heraus. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, die Coronavirus-Pandemie jetzt zu kontrollieren und einzudämmen. Weil das braucht es, damit wir wieder zurück zur HIV-Forschung kommen können und hier weiter Fortschritte machen können. Das ist leider nichts, was die Wissenschaft alleine leisten kann. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber ich glaube, ein To-Do für uns alle. Mittelfristig müssen wir natürlich da weiter intensivieren, was wir bereits vor der Coronavirus-Pandemie intensivieren wollten, nämlich gute, noch bessere, noch mehr Grundlagenforschung. Es fehlen uns noch weitere Teile zum Verständnis dieses Virus. Translation, also den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Klinik, aber auch interdisziplinäre Wissenschaft, sogenannte Implementation Science, die dafür sorgt, dass die Strategien und Therapien, die wir uns in der Wissenschaft ausdenken und zwar noch validieren in klinischen Studien, dass die dennoch ankommen in der realen Welt und dort auch funktionieren. Und das braucht natürlich auch eine starke Inbezugnahme von Betroffenen. Aber es gibt natürlich gegen HIV weder Vakzin noch Heilungsstrategie. Und für mich sind das wie zwei IQ-Tests, die die Menschheit noch nicht bestanden hat, weil dieses Virus so besonders und so ausgetüftelt ist. Und deswegen braucht es hier maximale Investitionen in ganz neue Forschungsansätze, kreative Ideen, bessere Technologien und vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, die Sicherung von gut ausgebildetem wissenschaftlichen Nachwuchs. Dritter und letzter Punkt, langfristig. Alle Wissenschaftler aus relevanten Feldern werden Ihnen ja eins bestätigen. Diese Corona-Krise wird nicht die letzte Pandemie sein, die wir hier erleben werden. Spätestens jetzt wäre es gut, wenn die Gesellschaft begreift, dass die Prävention von Pandemien durch Surveillance-Programme, durch vorausschauende Vakzine ein absolutes Muss sind und keine nerdige was wäre, wenn Hobbyforschung ist, für die sich, wenn man ganz ehrlich ist, die wenigsten Geldgeber interessiert haben bis jetzt. Und wenn die Politik das jetzt lernt, dann hat vielleicht die Corona-Krise ein Gutes, nämlich, dass
wir für die nächste Pandemie besser vorbereitet sind und somit den Rücken frei haben und uns um unsere wirklich bereits ziemlich anspruchsvollen Kernaufgaben besser kümmern können. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Goffinet. Da kommen wir sicherlich auf einige Punkte gleich wieder zurück. Als nächstes würde ich aber erstmal Herrn Thams bitten. Christian Thams ist Senior Director Government Affairs bei Gilead Sciences. Sie sind von Berlin aus für die Regierungsbeziehungen des Konzerns zuständig. Bitte schön. Ja, ich würde gerne bei Frau Goffinet anschließen. Ich glaube, langfristig bleibt das Ziel die Heilung. Das ist ja das Ziel der Forschung und auch der Industrie. Und ich würde mich darauf konzentrieren, was tun wir eigentlich, bis wir dahin kommen. Und es ist natürlich jetzt richtig, dass die Corona-Pandemie sehr viele Ressourcen bindet. Aber zugleich muss eben auch HIV weiter ein wichtiges Thema bleiben. Und wenn wir jetzt mal so ins nächste Jahr schauen, und da würde ich mich gerne auch auf Deutschland konzentrieren, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass die Testung steigt. Wir haben heute die neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts gesehen und die Zahl derjenigen, die Menschen, die mit HIV leben und die behandelt werden, die ist gut. Das sind über 95%. Auch die mit antiretroviralen Therapien behandelt werden, auch über 95%. Wo es halt so ein bisschen hakt und was das Problem ist, ist halt die Testung. Da sind wir noch von dem 90-Ziel ein Stück entfernt mit 88%. Aber die Testung ist gleichzeitig extrem wichtig, um die Transmission zu unterbinden und auch mittelfristig die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig zu senken. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt auch mal uns die Menschen mit HIV ansehen, das ist ja auch eine Gruppe, die altert und die auch im Alter anders mit HIV leben werden müssen. Die durchschnittliche HIV-Patientin sind heute ja so circa 50 Jahre alt. Das heißt, diese Menschen müssen anders versorgt werden als junge Menschen. Das ist das eine. Und zum anderen ist HIV heute ja keine tödliche Erkrankung mehr, auch in Deutschland, zumindest hier automatisch, sondern eine chronische Erkrankung. Und damit kommen natürlich auch die ganzen Faktoren dazu, die chronische Erkrankung mit sich bringen, Erkrankungen in anderen Bereichen wie Diabetes oder im Herz-Kreislauf-Bereich. Und da ist es eben auch wichtig, dass diese Menschen langfristig versorgt werden, dass die aber auch die Therapien bekommen, die ihnen eben auch ein langes und gesundes, ein möglichst gesundes Leben ermöglichen. Der dritte Bereich ist so ein bisschen die Dringlichkeit, ist ja schon angeklungen. Auch wenn jetzt Covid-19 und die Bekämpfung im Zentrum steht, HIV muss weiterhin auch eine Priorität bleiben, weil es eine Epidemie ist, die wir bekämpfen können. Und wir haben mit der bis 2030 Strategie der Bundesregierung eigentlich so den Handlungsrahmen da. Und jetzt ist es eben auch wichtig, gerade auch nach der Corona-Pandemie, aber auch schon währenddessen zu sagen, wie können wir weiter HIV bekämpfen und auch AIDS eliminieren am Ende des Tages. Und da würde ich jetzt eben auch sehen, die Prävention ist entscheidend, die Diagnostik, Testung, wie gesagt, Behandlung, aber eben auch die langfristige Versorgung. Das sind eben auch die Felder, auf die wir eingehen sollten. Dabei bleibt es eben auch dabei, das hat ja Silke Klump und andere auch schon gesagt, Stigmatisierung ist da halt extrem hinderlich. Die darf nicht sein und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Anliegen. Ich würde nochmal mit einer positiven Betrachtung auch abschließen, weil wir haben viel darüber gesprochen, was Covid-19 jetzt so verhindert, aber Covid-19 und die Bekämpfung der Pandemie liefern eben auch neue Ideen, neue Ansatzpunkte, die wir sehen. Zum einen ist es eine hohe Awareness für die Frage der Infektionskrankheiten generell, auch für die Bedeutung von Testung. Und es ist eben auch so ein bisschen eine Chance für neue Ansätze und Methoden. Wenn wir zum Beispiel über digitale Behandlungen nachdenken, wenn wir auch über langfristige Behandlungen nachdenken. Und ich glaube, diese Chance sollten wir auch nutzen. Ja, vielen Dank. Darüber werden wir sicherlich die Chancen, die sich jetzt ergeben, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Jetzt als Dritte aber erstmal Anna Konopka-Feiler. Sie ist Chief Operation Officer von Jugend gegen AIDS. Die Initiative, gegründet im Jahr 2009, will Jugendliche befähigen, sich selbstbewusst und verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Bitte schön, Frau Konopka-Feiler. Vielen Dank. Also zuallererst möchte ich auch einmal damit einleiten, dass ich meinen Vorrednern nur zustimmen kann dabei, dass auch wir uns ganz gravierend Gedanken machen um die 90-90-90-Ziele. Wenn ich vielleicht einmal ganz kurz anfangen darf, damit ganz kurz einen Umriss oder einen Abriss zu geben davon, was Jugend gegen AIDS macht. Es geht größtenteils um Peer-to-Peer-Education, Face-to-Face in Schulen. Ich glaube, da merken Sie schon die erste große Schwierigkeit, die uns auch bei der Prävention von STI und HIV in Zeiten von Covid entgegengeschlagen ist. Der zweite Teil ist digitale Aufklärung, dritter Teil ist Kondomdistribution und der vierte Teil geht ganz stark in Richtung Awareness. Wenn ich jetzt weiter darüber spreche, können Sie sich vorstellen, dass gerade in Zeiten von Covid
einige unserer Säulen tatsächlich auch sich neu denken mussten und auch neu priorisieren mussten. Bei dem Bereich Jugendprävention, auch da muss man einmal ganz kurz betrachten, mit wem arbeiten wir dort. Wir arbeiten mit 14- bis 17-Jährigen in Schulen und auch da können Sie sich vorstellen, in so einen jugendlichen Kopf passt eben auch nur eine bestimmte Anzahl von Informationen. Und wenn wir gerade auch, und das, da möchte ich auch gerne bei Herrn Professor Streeck ein bisschen ansetzen, wo vielleicht auch Covid HIV kannibalisieren könnte, ist einfach auch in der Aufmerksamkeitsspanne. Und das merken wir vor allen Dingen auch bei jungen Menschen. Das Thema, was jetzt gerade relevant ist, ist Covid mit all seinen Auswirkungen, vor allen Dingen auch mit sehr emotionalen Auswirkungen für junge Menschen in Form von, sie können ihre Freunde nicht sehen, sie können entscheidende Feiern und auch Zeremonien nicht wahrnehmen, wie zum Beispiel auch Abschlussbälle und so weiter. Das klingt für uns als gering, das hat aber tatsächlich auch eine gravierende emotionale Auswirkung für junge Menschen. Auch wir mussten reagieren, gerade auch im Kontext von den 90-90-90, auch im globalen Kontext gibt es für uns in dem Zusammenhang mit Covid relevante Dinge, die zu bedenken sind, vor allen Dingen, die gelten gleichermaßen für HIV als auch für Covid. Für uns geht es vor allen Dingen, Zugang zu schaffen. Zugang in Zeiten von Covid bringt natürlich seine Schwierigkeiten mit. Für uns geht es zu Zugang um Wissen oder Zugang zu Wissen, zu Schutz und zu Services. Wissen ist etwas, was wir relativ gut auch ersetzen konnten und das haben wir gerade auch im deutschen Raum für unser Peer-to-Peer-Projekt auch getan. Wissen zu vermitteln ist natürlich im Rahmen der sexuellen Aufklärung enorm wichtig in der Face-to-Face-Interaktion, kann aber auch gut ergänzt oder teilweise auch ersetzt werden durch digitale Aufklärung in Zeiten von Covid, wo es einfach nicht anders möglich ist. Das heißt, was haben wir getan? Wir haben beispielsweise eine digitale Plattform aufgebaut, um einfach noch mehr junge Menschen zu erreichen, egal ob sie sich jetzt gerade in Quarantäne im Homeoffice oder in dörflichen Gegenden befinden, wo sie einfach keinen Zugang haben zu den Menschen, mit denen sie offen über Sex und Sexualität sprechen können, weil nur das fördert das Schutzempfinden, was wir eben auch immer wieder promoten in Bezug auf die Kondomnutzung. Global gesehen ist es für uns vor allen Dingen auch relevant, das hat ja auch Professor Streeck vorhin erwähnt, wie erreichen wir junge Frauen beispielsweise auch in Südafrika. Es hat immer auch eine lokale Komponente. Und wenn wir uns jetzt gerade Covid anschauen, sind vor allen Dingen Communities gebeutelt, die sehr stark abgeschnitten sind von der Außenwelt, wo es teilweise auch vor allen Dingen gravierende Fehlinformationen gibt zum Virus. Und da sehen wir auch eine enorme Überschneidung in den Zeiten oder in den Bereichen HIV als auch Covid. Vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt, um damit auch ein bisschen abzuschließen. Covid hat natürlich für uns global gesehen auch Auswirkungen. Das heißt, wir müssen auch andere Formate für junge Menschen wählen, andere Wege gehen als eben nur die Face-to-Face-Interaktion. Dabei sind innovative digitale Formate gefragt. Und auch ich möchte, wie mein Vorredner Herr Thams, mit einem positiven Aspekt abschließen. Wenn wir uns anschauen, was alleine Covid in der Aufmerksamkeit für Testings und auch für die Maske, die wir ehrlich gleichsetzen mit dem Kondom, weil mit der Maske schütze ich mich vor dem einen Virus und mit dem Kondom kann ich mich vor anderen Viren schützen. Genauso sehen wir das eben auch in der Selbstverständlichkeit für Testings, sodass wir glauben, dass wir mit dieser Aufmerksamkeitsspanne auch gerade im Bereich HIV und STI-Prävention eine ganze Menge bewegen können. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Lassen Sie uns gleich gemeinsam in die Diskussion einsteigen. Ich würde eine ganz prinzipielle Frage jetzt vielleicht sogar noch jenseits von Covid irgendwie an den Anfang stellen wollen. Das hat auch Frau Goffini schon angesprochen, weil Sie meinten, es braucht noch mehr und andere Grundlagenforschung und andere bessere Translation der Forschung. Und da wollte ich Sie auch fragen, wenn man sich weltweit die Zahl der Neuinfektionen anguckt, liegt das ja weit über dem Fast-Track-Ansatz von UNAIDS, auch schon 2019. Also sind sozusagen die Infektionszahlen noch viel, viel höher, als man sich das sozusagen wünschen würden. Kann man so prinzipiell in der Forschung weitermachen oder brauchen wir irgendwie noch einen Game-Changer insgesamt, auch in der Forschung, Frau Goffini? Was meinen Sie? Ja, ich denke, was die Prävention angeht und die Verhinderung von Neuinfektionen, das ist eigentlich der Bereich, wo wir einigermaßen stark aufgestellt sind bei HIV. Wir haben zum Beispiel die Präexpositionsprophylaxe, die auch gerade verbessert wurde in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es ja sehr, sehr interessante Durchbrüche. Und ich glaube, ja, bei diesen pharmakologischen Präventionsmaßnahmen, da sind wir schon relativ gut aufgestellt, aber es erreicht anscheinend nicht genug Leute, was aber auch schon
auch noch, ja, vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es noch mehr Interaktion mit, ja, Sozialwissenschaftlern, Implementation Science braucht, damit wir diese wissenschaftlichen Fortschritte auch wirklich in die Realität der Betroffenen oder aller Menschen bringen, damit diese sich noch besser schützen. Ich denke, da, wo es noch mehr innovative Forschungsansätze braucht, sind ganz klar die Themen Heilung und Impfstoffe. Und vielleicht darf ich auf das Thema Impfstoff noch einmal angehen. Henrik Streeck hatte ja, ja sehr schön einige Slides gezeigt zu den Bemühungen im HIV-Feld und das ein bisschen gegenübergestellt, gegenüber diesen doch sehr, sehr schnellen Ansätzen jetzt für Covid. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass in den 80er und 90er Jahren die Technologien natürlich noch lange nicht so weit waren, dass wir sie so schnell hätten abklopfen können, wie wir es heute für Covid machen. Was man auch sagen muss, ist, dass es natürlich eine multiple Zahl an Phase 1 und 2 Studien gab zu HIV, die es einfach nicht bis in die Phase 3 geschafft haben, weil sie eben schon in Phase 1 und 2 gescheitert sind. Also ich glaube, ich würde kein Narrativ unterstützen, was so ein bisschen nahe liegt, dass man sich bei Covid mehr angestrengt hätte und bei HIV nicht so. Dem ist ganz klar nicht so. Es wurde bei HIV auch gerade impfstofftechnisch extrem viel gemacht. Aber der Unterschied liegt in der Biologie des Virus. Also HIV ist ein Albtraum für jeden Vakzinologen. Also man könnte sich eigentlich, ich glaube, es ist das schwerste Virus auf der Welt, wogegen man einen Impfstoff entwickeln muss. Und das liegt einfach daran, das würde ich auch, wenn ich kann, ganz kurz erklären, in der genetischen Unterschiedlichkeit der HIV-Stämme. Und das ist das Gute bei SARS-CoV-2, macht uns ja wirklich sehr viele Probleme, aber gut ist, dass es genetisch einigermaßen stabil ist. Und deswegen alle Experten sich relativ sicher waren, dass ein Impfstoff dagegen zu machen ist. Und die scheinen ja auch recht gehabt zu haben. Wir haben ja jetzt viele und mehrere vielversprechende Ansätze. Bei HIV ist das komplett das andere Ende der Skala. Sie haben in einem HIV-positiven Menschen eine größere genetische Unterschiedlichkeit als die komplette weltweite SARS-CoV-2-Pandemie, wenn Sie dort alle Stämme in allen Infizierten vergleichen würden. Und ich glaube, das erklärt hoffentlich, warum ein Impfstoff gegen HIV zu machen eigentlich nicht wirklich fairerweise verglichen werden kann mit einem Impfstoff gegen Covid-19. Die andere große Baustelle ist natürlich die Heilung. Das ist sehr, sehr gewünscht. Wir haben eine große Anzahl von HIV-Positiven, die darauf dringend warten. Und auch das ist eben aus biologischer Sicht unglaublich schwierig. Das liegt eben in Besonderheiten des HIV-Virus, die es so bei vielen anderen RNA-Viren nicht gibt, die einfach eine Strategie aufzubauen, es unglaublich schwer machen. Und da braucht es einfach wirklich mehr, ja, Investitionen in gute Köpfe. Ich glaube, das ist mit Geld nicht gemacht. Es braucht einfach ein paar geniale Einfälle, auch neue Technologien, die schärfer sind, die quantitativer sind, die sensitiver sind. Und daran müsste mehr geforscht und investiert werden. Das würde ich gleich mal gerne an Herrn Tams weitergeben, also auch nochmal in Bezug auf Impfstoff insgesamt, aber auch auf den Heilungsaspekt, den Frau Goffinick gerade angesprochen hat. Das war auch bei der Umfrage unter unseren Teilnehmenden, kam raus, dass einige praktisch eingefordert haben, dass die Suche genauso zielstrebig hier sein müsste wie bei Covid-19. Und Frau Goffinick hat auch gerade gesagt, es braucht Ressourcen. Da würde ich gerne von Herrn Tams wissen, wie viel investiert die Industrie im Kampf gegen HIV? Also wir investieren als Industrie da sehr viel auch über die ganzen Jahre. Und ich kann mit der Frau Goffinet nur anschließen. Das ist natürlich ein extrem biologisch komplexes Virus. Das ist ja nicht umsonst, dass es auch so lange gedauert hat, bis die ersten erfolgreichen Therapien, antiretroviralen Therapien auf den Markt kamen. Das hat ja einen gewissen Vorlauf an der Stelle. Was ich finde, was wir sehen können jetzt auch in der Covid-19-Pandemie, ist einfach, wie wichtig die Therapeutika, das heißt Medikamente und Impfstoffe auch sind. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Fortschritt, den wir aus der Pandemie mitnehmen sollten einfach. Das hat einen hohen Stellenwert, auch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Und während wir auch als Industrie da viel investieren, ist es eben wichtig, zum einen, dass es auch generell unterstützt wird, dass auch die Gesellschaft das sieht. Weil hier warten Menschen, wie Frau Goffinet auch sagte, wirklich auf die Heilung, das ist das eine.
Und das andere ist dann auch, dass die Innovation auch bei den Menschen ankommt, weil da sehen wir gerade bei der Testung, und darauf hatte ich ja schon abgehoben, halt momentan noch den größten Punkt. Und die Testung ist ja eigentlich ein technisch relativ einfacher Schritt. Und hier müssen wir halt gemeinsam überlegen, wie können wir das gemeinsam umsetzen, wie können wir das, die Innovation, die es gibt, an Menschen bringen und auch an die Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt in der Zukunft stehen. Wie gesagt, da würde ich durch Corona und die Pandemiebekämpfung schon erste Fortschritte sehen, auch gute Ansätze sehen, die wir mitnehmen sollten. Wichtig ist es dafür natürlich aber auch zu sagen, es gibt eben über Corona hinaus noch weitere Erkrankungen, die wir be bekämpfen können, die wir auch behandeln können, die wir vielleicht auch in Zukunft heilen können. Und das müssen wir eben auch machen. Ich würde kurz nochmal auf Frau Konopka zurückkommen. Einen Aspekt, den Sie angesprochen hatten, der war der sozusagen dieser Peer-to-Peer-Ansatz, wie der funktioniert in Zeiten, wo man ja schlecht sozusagen von Angesicht zu Angesicht das machen kann. Und Sie haben selber erwähnt, dass Sie neue digitale Formate auch sozusagen geschaffen haben, die auch wegweisend sein könnten. Können Sie da noch einige vorstellen? Jetzt. Ja, na klar, gerne. Vielen Dank. Also ich glaube, gerade der Aspekt des E-Learnings ist was tatsächlich natürlich auch vorher schon bekannt war, was jetzt aber gerade in Zeiten von Covid nochmal eine ganz besondere Relevanz bekommen hat. Ich glaube, alles und jeder hat in den Zeiten jetzt alle möglichen Videotelefonieprogramme ausprobiert und so sein eigenes Bestes gefunden. Was man bei den ganzen digitalen Produkten wirklich nicht unterschätzen darf, ist die Affinität junger Menschen dieser Produkte gegenüber, sei es als Application. Digitalformat, sei es für sie als Möglichkeit, das auch zu Hause zu konsumieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Für junge Menschen heute geht es viel um das Thema Konsumieren. Das kann man gut oder schlecht finden, das ist einfach ein Fakt. Das heißt, für uns ist es immer wichtig, genau dort auch Inhalte zu setzen, wo junge Menschen sind. Und sie sind bei TikTok, sie sind bei Instagram, sie sind bei Facebook. Wir sind mittlerweile einer der oder der größte deutsche Aufklärungskanal bei TikTok. Da kann man jetzt auch ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Wie funktioniert das? Das funktioniert insofern, als dass wir kurze 1 bis 2-minütige Videos zu allen unterschiedlichen Themenbereichen im Bereich Sexual Health zusammenstellen und eben zur Verfügung stellen. Junge Menschen können darauf reagieren, reposten und so weiter. Natürlich hat das mit Sicherheit nicht die Bildungsreichweite, wie ein 3-stündiger oder 6-stündiger Workshop es tun kann. Auf der anderen Seite schaffen wir es, ein Thema, was eigentlich unangenehm ist, was oft auch mit Scham behaftet ist, wo junge Menschen vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie darüber mal nachdenken sollten, in die Lebenswelt junger Menschen zu setzen. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt. Neben Social Media, was wir vor allen Dingen verstärkt in der Zeit wirklich auch ab März. Wir haben schon immer, auch vorher, und dafür sind wir als Organisation auch bekannt, Social Media genutzt als Kommunikationskanal. Aber natürlich in dem Feld hat das nochmal eine gesonderte Relevanz bekommen. Unser deutsches Aufklärungsprojekt nennt sich Projekt Aufklärung. Und das haben wir eben in digital umgewandelt und haben das Projekt Aufklärung Home Edition genannt, in der wir eben unsere Trainer zu Hause mit einem Home Equipment haben Wissensvideos filmen lassen und diese dann eben auch distribuiert über unterschiedliche Kanäle. Ein anderer wichtiger Aspekt ist unsere digitale Plattform, an der wir jetzt derzeit noch arbeiten, die in der nächsten Woche auch gelauncht wird. Da können sich alle schon mal drauf freuen. Natürlich ist das auch einer der maßgeblichen Weiterentwicklungen für uns, um einfach noch mehr junge Menschen auch mit genau den Themen Wissen, Schutz und Services zu verbinden, da einfach die digitale Welt, egal wo, ob das bei Dating-Apps ist, bei der Wissensvermittlung oder bei der Suche nach den Testings, bei der Suche nach den richtigen Services, ist die digitale Welt einfach der Schlüssel zu der jungen Zielgruppe. Ich versuche mal einen Bogen zu schlagen zu Frau Goffinet. Sie haben ja selber gesagt, Sie brauchen auch junge Talente. Sie brauchen gute ForscherInnen, die sozusagen sich auch mit voller Kraft auf das Thema stürzen. Bei Ihren Studierenden und vielleicht auch bei Ihren jungen ForscherInnen in Ihren Nachwuchsgruppen, sehen Sie da ein Interesse für HIV? Also insgesamt vielleicht an der Charité? Ist es ein Thema, womit man junge Leute noch packen kann? Auf jeden Fall. Also mit HIV hat man eigentlich, so ist zumindest meine Wahrnehmung bisher, immer sehr aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen gehabt. Ich habe auch früher Veranstaltungen in Schulen gemacht, wo ich tatsächlich in Klassen reingegangen bin mit einem HIV-Betroffenen zusammen und habe versucht, den Schülern und Schülerinnen dieses Thema sowohl von der wissenschaftlichen Seite, aber auch aus der ganz praktischen Seite, aus Sicht eines Betroffenen nahezulegen. Und ich war da immer beeindruckt, wie aufmerksam ja, die Jugendlichen zugehört haben.
auch in der Forschung. Ich glaube, es gibt viel mehr sehr gute und begabte Studierende und Interessierte, die gerne länger und mehr in der Forschung sein würden. Wir haben nun mal das Problem, das ist in vielen Ländern so, dass es hier ein gewisses Nadelöhr gibt. Und gerade die Karrierewege in der Wissenschaft, in der akademischen Forschung zumindest, sind lang und steinig. Und ich habe die Befürchtung, dass wir da viele Talente verlieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zunehmend einen Teil der Besten, die ja für diese Art der Tätigkeit sehr, sehr geeignet sind, aber dennoch verlieren. Und das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Und man sich überlegt, gerade jetzt auch in dieser Corona-Krise ist es wirklich auch dem Letzten jetzt auch klar geworden, dass Infektionskrankheiten zu bekämpfen ein sehr wichtiges Ziel ist und kein Nischendasein sein sollte. Und vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir diese entsprechenden Karrierewege ja vielleicht etwas vereinfachen sollten und etwas erweitern und leichter zugänglich machen sollen. Das ist ja ein prinzipielles, ein massives, ein ganz großes Thema in der Wissenschaft, die Karrierewege. Was ich Sie auch noch fragen wollte, weil Sie das angesprochen haben, ist die Translation, also die Übersetzung von sozusagen von Wissenschaft tatsächlich in Therapien, die beim Patienten, bei der Patientin ankommen. Wo sehen Sie da sozusagen Chancen, wo man was schneller machen kann? Sie arbeiten ja auch an genauso einem so einem Institut, das Berlin Institute of Health, wo Sie arbeiten, ist ja genau dafür geschaffen worden, dass man das schneller sozusagen an den Patienten rankriegt. Ja, genau. Das BIH hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, vor allen Dingen Translationen zu ermöglichen und darunter verstehe ich zumindest den verbesserten und überhaupt den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in etwas, was in der Klinik oder in der Prävention von was auch immer einen nützlichen Beitrag liefert. Ja, in Deutschland sind wir da irgendwie ein bisschen scheu auf diesem Thema. Das ist im internationalen Vergleich ist Deutschland da nicht besonders gut aufgestellt. Also es gibt super Grundlagenforschung, aber ja, diesen Transfer, das gelingt nicht sehr, sehr vielen. Das wird sich jetzt vielleicht auch ändern nach dieser Covid-19-Krise, wo es jetzt wirklich den Bedarf gab an ja noch akuteren Transfer. Also gerade im Bereich der Teststrategie oder der Diagnostikmethoden für dieses neue Virus, das ist ja Translation per se. Das ist in Deutschland hier sehr, sehr gut gelungen. Und es hat direkt ein Produkt sozusagen ergeben, das zur Bewältigung der Coronavirus-Krise direkt und unmittelbar beigetragen hat. Ja, aber in der Tat ist es dennoch so, auch der Übergang in etwas, was man vermarkten kann, ist etwas, was in Deutschland nicht gut klappt. Also wir sind da ein bisschen in unserem Elfenbeinturm und es gelingt uns noch nicht, unser Wissen an die breite Öffentlichkeit für eine breite Nutzung zu translatieren. Da ist bestimmt noch Nachbesserungsbedarf. Herr Tams, sehen Sie das ähnlich wie Frau Goffinet, dass da tatsächlich noch Potenzial schlummert, was wir nicht ausgeschöpft haben in diesem Translationsbereich? Ja, ich würde da zustimmen grundsätzlich. Ich glaube, es gibt eine Translation. Ich glaube, jetzt auch gerade die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass diese Translationsleistung extrem wichtig ist. Ich würde es ein bisschen auch so sehen als eine Art Grundlage, was wir jetzt aus Covid mitnehmen können, hoffentlich. Nämlich die Grundlage zu der Menschen, die Aufmerksamkeit zu Infektionskrankheiten zu haben, zu wissen, das ist und bleibt wichtig, auch jenseits von Covid-19. Dann zum anderen die Testung und Diagnostik und die Behandlung auch. Das wäre so meine Hoffnung, dass das eben auch neue Wege eröffnet und das, was Frau Professor Goffinet angesprochen hat, auch möglich macht, nämlich zu sagen, warum ist das wichtig und warum sollten wir uns damit beschäftigen und warum sollte ich mich auch damit beschäftigen, warum sollte ich mich testen lassen, gerade wenn ich potenziell zu einer Gruppe gehöre, die ein höheres Infektionsrisiko hat. Ich glaube, das können wir auch mitnehmen. Und das andere ist eben auch, und das glaube ich, ist auch eine Folge von der Covid-19-Pandemie, dieser Public-Health-Gedanke war in Deutschland lange nicht so weit verbreitet. Wir haben mit dem RKI eine sehr gute Institution, die sich darum kümmert. Und das wird jetzt viel stärker wahrgenommen. Und ich hoffe auch, dass die Menschen sich auch in anderen Bereichen über die Covid-19-Pandemie damit hinaus beschäftigen und das aufgreifen, sodass wir eben auch gemeinschaftlich als Wissenschaft, als Gesundheitsdienste, aber auch natürlich als Industrie und als Patientenorganisation das auch nutzen können, um eben eine weitere Infektionskrankheit zu bekämpfen. Frau Konopka, ich würde auch noch mal bei diesen Chancen bleiben wollen. Sie haben jetzt sehr viel auch über Ihr Engagement geredet und auch das, was sozusagen, wie Sie Jugendliche erreichen können.
Gleichwohl hat man ja trotzdem auch so ein bisschen das Gefühl, dass, weiß ich nicht, wenn man jetzt mit der Bewegung von, ich will das jetzt nicht vergleichen mit Fridays for Future, weil das sicherlich ein, das dann doch ein bisschen sehr zu hoch gegriffen wäre, aber wie kann man womöglich auch noch mehr ein Bewusstsein dafür schaffen, dass gerade das Thema HIV und insgesamt Infektionskrankheiten tatsächlich ein entscheidendes Zukunftsthema auch ist? Gerade wie ja auch Frau Goffinet gesagt hat, wo uns womöglich auch noch weitere andere Pandemien bevorstehen werden. Unter Jugendlichen noch weiter. Ja, vielen Dank für die Frage. Pardon. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass wir gerade in dem Erreichen junger Menschen geht es vor allen Dingen für uns ganz stark um Plattformen. Es geht um Partnerschaften, es geht darum, dass unterschiedliche Stakeholder zusammenkommen, um eben an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Und deswegen sind auch solche Foren wie jetzt hier enorm wichtig, weil wir natürlich alle an unterschiedlichen Stellschrauben drehen und wir mit unserer Arbeit, auch der Präventionsarbeit, natürlich noch an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Wenn es für uns um Partnerschaften geht, dann sprechen wir vor allen Dingen, und das habe ich gerade schon mal so ein bisschen gesagt, von einer Plattform. Wir sehen uns als Organisation auch als Plattform, ganz unterschiedliche Stakeholder zusammenzubringen, arbeiten beispielsweise oder wir sind auch in Kooperation mit Gilead bei diesem Punkt, weil es einfach für uns auch in der globalen Arbeit darum geht, innovative Konzepte auf die Beine zu stellen. Beispielsweise haben wir jetzt im Rahmen der letzten IAS-Konferenz, die ja voll virtuell stattfinden musste, haben auch wir eine virtuelle Veranstaltung auf die Beine gestellt, einen sogenannten Hackathon, der eben vor allen Dingen global gesehen an einen Tisch gebracht hat. Das heißt, was braucht es, um im Prinzip auch junge Menschen einzubinden, uns vorzubereiten für die nächste Pandemie, ist vor allen Dingen auch, und natürlich sage ich das auch aus meiner Aufgabe heraus, ist aber vor allen Dingen auch jungen Menschen eine Stimme zu geben. Was wir eben oft merken, ist, dass wir dass an Tischen diskutiert wird und dann wird eben gesagt, die nächste Generation ist die, die AIDS beendet. Und wir gucken uns so am Tisch um und da sind halt nicht so viele junge Gesichter. Was natürlich auch klar ist, weil langjährige Erfahrung in dem Feld enorm wichtig ist, natürlich. Aber ich glaube, oder wir glauben, dass es neue und auch kreative Ideen braucht, junge Menschen zu erreichen, um eben auch beispielsweise Translation zu befördern, die breite Masse zu erreichen, ist genau was, was wir auf Augenhöhe sicherlich gemeinsam auch noch besser umsetzen können. Ja, ich bedanke mich. Ich würde noch mal kurz schauen, ob mir hier Fragen aus dem Publikum eingespielt werden. Im Moment nicht. Dann vielleicht die Abschlussfrage an Sie drei. Wo sehen Sie uns 2030? Frau Goffinet. Ich bin leider etwas pessimistisch und spornt uns aber, glaube ich, eher noch an, da noch mehr Ehrgeiz zu entwickeln und umso mehr hier in die Waagschale zu werfen. Also ich sagte ja, wie ich auch in meinem Eingangsstatement sagte, SARS-CoV-2 hat uns hier einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und wir müssen einfach noch mehr investieren, noch viel gleisiger fahren, noch mehr den Fokus darauf legen. Man soll immer hohe Ziele haben. Weil man dann auf einem guten Weg ist, die richtige Richtung einzuschlagen. Und ich glaube, so würde ich das auch sehen bis 2030. Wenn wir weiterkommen, ist schon viel gewonnen. Herr Thams, sind Sie ein ähnlich bisschen, ganz bisschen pessimistisch oder wie sieht Ihre Vorausschau aus? Also ich bin leicht optimistischer, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Jahren vielleicht dann die Corona-Pandemie weitgehend bekämpft und besiegt haben. Das wäre meine Hoffnung. Dass wir währenddessen auch nicht aufhören, HIV zu bekämpfen und dass wir uns dann eben auch mit noch stärkerem Engagement der HIV-Bekämpfung und AIDS-Elimination widmen können, sodass wir doch noch auf die 2030-Ziele kommen bis 2030. Das wäre so meine Hoffnung. Und ich bin auch optimistisch, dass wir das gemeinsam schaffen können. Frau Konopka, Ihre sozusagen Vorschau auf 2030 als Abschluss, bitte. Ja, auch ich kann mich meinem Vorredner anschließen. Auch ich bin eher auf der positiven Seite angesiedelt. Ich glaube, dass wir jetzt auch gerade mit den Learnings, auch wie ich eingangs gesagt habe, die wir aus Covid ziehen können, gerade in der Prävention. So. Bisher hatte alles technisch geklappt und auf den letzten Metern. Da sind Sie wieder, Frau Konopka. Es kann weitergehen. Pardon. Können Sie mich hören? Gut. Ja. Alles super.
Okay, genau, für mich, ich bin auch eher auf der positiven Seite angesiedelt. Ich glaube, dass wir aus dem, was wir jetzt hier lernen, eine ganze Menge mitnehmen können. Covid hat uns neue Wege aufgezeigt, hat uns auch gezwungen, neue Wege zu gehen, digitaler zu werden, uns die Dinge nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel anzuschauen. Und ich glaube, dieser neuartige Blick ist was wir brauchen, auch um die 90-90-90-Ziele zu erreichen. Ja, ich bedanke mich. Ein neuartiger Blick. Ich glaube, wir haben sehr viele neue Blickweisen auf das Thema heute auch wieder gewonnen. Alte Probleme, neue Problemlagen natürlich auch durch die Corona-Pandemie, Herausforderungen, die dadurch nochmal größer werden, womöglich auch nochmal Ansätze, die das Ganze nochmal sehr viel verändern können beim Thema HIV. Als letztes wollten wir eigentlich den Berliner Staatssekretär für Gesundheit Martin Matz hier begrüßen, aber dem ist nun ausgerechnet die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Sie sicherlich wissen, berät der Senat gerade, ob es neue Maßnahmen geben wird oder wie wir mit den alten weitermachen. Er hat uns ein ganz kleines Grußwort geschickt. Das kann ich hier so vielleicht mal ganz bisschen referieren. Er bedauert das natürlich sehr, dass er nicht an dem Fachforum teilnehmen kann. Aber die aktuelle pandemische Lage in Berlin erfordert nun halt mal kurzfristig seine Anwesenheit an anderer Stelle. Das bedauert er und er wünschte uns einen produktiven Gedankenaustausch und interessante Kontakte. Ich glaube, das haben wir geschafft. Ich bin sehr gespannt, was uns die kommenden Monate bringen werden, natürlich in Bezug auf Covid-19, aber auch, wie wir es schaffen werden, die Herausforderungen der aktuellen Pandemie für die HIV-Pandemie sozusagen zu meistern. Und es bleibt dann auch spannend zu sehen, welche Entwicklungen wir in einem Jahr haben werden, wenn wir uns hier wiedersehen, ob wir dann vielleicht auch schon wieder ganz andere konstruktive Lösungsansätze haben werden. Ja, in diesem Sinne, machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Unseren Expertinnen vielen, vielen Dank fürs Diskutieren und für die sehr anregenden Inputs. In dem Sinne, ja, passen Sie auf, machen Sie es gut und ja, bleiben Sie gesund, gerade in diesen Zeiten. Ich bedanke mich.